Legen wir mal los. Also es geht heute um Borg-Backup. Kurze Frage, wer kennt Borg-Backup noch gar nicht? Zwei, okay. Hat es mittlerweile ein bisschen rumgesprochen. Kennt ihr Attic? Die beiden? Auch nicht, oder? Okay. Also für die zwei, wo es nicht kennen, wird vielleicht jetzt die erste halbe Stunde am interessantesten sein. Die, wo es kennen, werden vielleicht das eine oder andere Detail noch entdecken. Also es geht um Borg-Backup. Die Software ist als Fork von der anderen Software Attic entstanden. Das lag einfach daran, da ging es nicht so richtig weiter. Das Zitat hier mit dem Holy Grail, das habe nicht ich mir ausgedacht, das hat irgendein griechischer Benutzer in seinem Blogpost so erwähnt, als er Attic entdeckt hatte damals. Und ja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber fand ich ganz lustig. Zu den Features kurz. Also das ist ein relativ einfaches Tool. Also ich weiß nicht, wenn ihr mal Bakula oder ähnliches konfiguriert habt, das ist ja so ein bisschen ein komplexeres Setup. Also Borg ist relativ einfach. Das ist also ein Kommandozeilentool und man kann im Prinzip mit zwei Befehlen kann man sein erstes Backup machen. Das Ganze ist auch relativ schnell. Es gibt andere deduplizierende Backup-Software, die deutlich langsamer ist. Weiteres Feature oder das Hauptfeature eigentlich ist die Deduplizierung. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Dateien aus Versehen doppelt rumliegen habt, die werden quasi rausoptimiert. Oder auch natürlich die historische Deduplizierung. Ihr tut ja, wenn ihr einen Rechner backupt jeden Tag, die meisten Dateien sind ja immer wieder die gleichen. Das heißt, die historische Deduplizierung spart euch wahnsinnig Platz im Vergleich, wenn ihr jetzt immer Vollbackups machen würdet. Und man sieht auch nachher noch, das hat auch noch einen anderen Vorteil. Man kann ja sagen, jetzt okay, ich mache ja nicht dauernd Vollbackups, ich mache ein volles und dann inkrementelle und so weiter. Aber dieses Deduplizierungsverfahren hat also auch noch andere nette Features. Es kann auch Kompression momentan, also sowohl sehr schnelle Verfahren, LZ4 als Kompressionsverfahren, als auch langsamere wie LZMA und so Zlib als Kompromiss. Und ihr könnt auch den Level genau einstellen. Da kommt es also ein bisschen drauf an, wie viel CPU ihr da investieren wollt und wie schnell euer Rechner ist, wie schnell eure Leitung ist und so weiter. Dann auch sehr nett, das Ding tut nicht nur verschlüsseln, sondern das macht Authenticated Encryption. Also erst verschlüsseln und dann quasi, ja, so ähnlich wie signieren. Das dient da dazu, dass ein Angreifer praktisch nicht an euren Krypto-Bits irgendwo Bits drehen kann, ohne dass ihr das merken würdet. Das ist also das, was in der Krypto-Szene so eigentlich die aktuelle empfohlene Methode ist. Erst verschlüsseln und dann authentifizieren. Beziehungsweise beim Entschlüsseln halt erst authentifizieren und dann erst entschlüsseln. Ein Vorteil im Vergleich zu so dieser Voll-Backup- und inkrementelle Backup-Methode ist, ihr könnt einfach alte Backups löschen. Wenn ihr diese Voll- und inkrementelle Methode macht, da könnt ihr ja nicht euch entscheiden, okay, dieses Voll-Backup lösche ich, aber diese inkrementellen Backups will ich weiterhin haben. Das macht ja keinen Sinn. Die inkrementellen sind ohne das Volle, worauf sie basieren, ja nichts wert. Das heißt, ihr müsst immer das Volle und alle inkrementellen, die darauf basieren, wegschmeißen. Und dadurch, dass ihr da dazu gezwungen seid, das so zu machen, müsst ihr auch in relativ hoher Frequenz immer wieder Voll-Backups machen, weil sonst könnt ihr nichts löschen. Und das ist der Vorteil von dieser Arbeitsweise von Borg. Ihr könnt jedes beliebige Backup löschen. Ist völlig egal welches. Es gibt keine inkrementelle. Jedes Borg-Backup ist ein Voll-Backup. Es fühlt sich nur nicht so an, wenn ihr es macht. Es dauert nicht so lange. Die Backends, die wir anbieten, ist ein relativ einfaches Backend. Das ist quasi ein Key-Value-Store. Der Key ist quasi der Hash mehr oder weniger und der Value ist halt der Datenbrocken, der weggespeichert wird. Und wir können zwei Sachen machen. Wir können entweder in ein Filesystem reinspeichern, ganz normal so halt Ordner und Dateien. Oder man kann über SSH mit einem Remote-Borg-Prozess das Ding reden lassen. Dann ist es quasi so Client-Server und schickt die Daten einfach über SSH halt drüber. Das setzt natürlich dann voraus, dass ihr auf der Remote-Seite ein Borg entweder installiert habt durch irgendeinen Provider oder halt selber installieren könnt. Das Ganze ist unter BSD-License, also sehr frei lizenziert. Das war auch beim Forken natürlich praktisch. BSD ist da sehr freizügig, kann man einfach machen.
Die Doku ist ziemlich gut. Wir haben da so mit Sphinx recht umfangreiche Usage und Quickstart und so weiter. Auch so ein bisschen für Developer haben wir inzwischen Dokumentation. So die Plattform- und Architekturunterstützung ist auch sehr gut. Also ihr könnt es auf ganz normalen 86 oder auch 64-Bit laufen lassen. Wenn ihr jetzt ein MIPS-CPU habt und euch das schnell genug ist, könnt ihr es auch auf MIPS laufen lassen. Es geht mit Little Endian, es geht mit Big Endian. Also wir haben recht breite Tests, wo das alles durchtesten. Und auch bei den Distributionen, zum Beispiel bei Debian, wird es durch ihren Testing-Prozess auch sehr breit getestet auf allen möglichen Architekturen. Auf manchen Systemen werden Extended Attributes und ACL supported, also Linux zum Beispiel, FreeBSD und OS X. Bei den anderen Systemen liegt es daran, entweder die haben keine Extended Attributes oder wir haben halt noch keinen speziellen Code, wo speziell diese Systeme supported. Also wenn ihr jetzt, weiß nicht, NetBSD oder irgendwas ein bisschen Exotischeres habt, da müsst ihr mal also vielleicht nochmal danach gucken. Da ist dann auch Mitarbeit gefragt. Weil wir supporten halt so die Systeme, wo wir halt so gewöhnt sind. Auch sehr nett, wir haben Fuse Support, also Fuse heißt File System in User Space. Ihr könnt also, wenn ihr so ein Backup gemacht habt und ihr habt so ein Backup-Archiv, könnt ihr einfach sagen, mounte mir bitte dieses Backup-Archiv in diesen Ordner hier rein und dann könnt ihr da drin rumgucken und rauskopieren, wie wenn es Dateien wären. Das eigentliche Borg-Repository ist nicht einfach eine Sammlung von den Dateien, die ihr da reingespeichert habt. Das tut ja die Dateien zerhacken und verschlüsseln und alles Mögliche. Also ihr könnt nicht wie bei Async einfach aus dem Backup rauskopieren. Aber durch dieses Fuse fühlt sich es im Endeffekt genauso an. Ihr braucht halt einen Befehl für den Mount. Und danach kann man das dann sehr einfach benutzen. Vor allem, wenn man irgendwas sucht, sehr praktisch. Man kann auch ein komplettes Repository mounten. Dann sieht man praktisch in der ersten Ordnerebene alle Backups, die man jemals gemacht hat und kann dann da zwischendrin rumspringen oder auch Diff laufen lassen, um festzustellen, wo ist jetzt die Datei drin, die ich haben will. Man kann Find benutzen, alles Mögliche, also das übliche Toolset kann man dann sehr gut benutzen. Zum Code. Die Zahlen sind vielleicht nicht mehr ganz richtig, weil wir arbeiten ja sehr viel dran, aber so der Großteil ist in Python. Und wir haben das auch vor einiger Zeit auf Python 3.4 hochgezogen. Früher war es Python 3.2. Die Python-Entwickler unter euch wissen aber vielleicht, Python 3.2 ist eher so ein bisschen so, naja, die Version und 3.3 war auch nicht besonders toll. Also so ab 3.4 wird eigentlich Python so gut brauchbar. Python 2 wird nicht unterstützt. Das hat schon der Attic-Entwickler nicht unterstützt und inzwischen gibt es eh keinen Grund mehr, da jetzt einen Backport zu machen. Jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, wenn das komplett in Python wäre, wäre das an manchen Stellen vielleicht ein bisschen langsam. Deshalb haben wir auch die geschwindigkeitskritischen Sachen in C geschrieben. Das ist zum Beispiel der sogenannte Chunker. Das ist das Ding, was die Dateien zerhackt, bevor sie gehasht werden. Und so ein bisschen Interface-Code, Glue-Code, auch Richtung OpenSSL und so weiter, ist mit Cython gemacht. Cython ist praktisch, wenn man was relativ schnell haben will, aber trotzdem Python-Syntax verwenden will. Also man kommt da relativ nah an C ran. Man kann auch die C-Datentypen verwenden. Aber es ist halt hübsch formatiert. Man braucht nicht so viele geschweifte Klammern und so. Also es ist viel angenehmer eigentlich so vom Programmieren her. Und man kann praktisch in Cython dann sagen, okay, das ist jetzt mehr so Richtung Python vom Code her und von den Möglichkeiten her. Und dieses Stückchen ist jetzt mehr Richtung C. Also man kann das so ein bisschen die richtige Gegend sich raussuchen, je nachdem, was man macht. 12.000 Zeilen Code, da müsste man auch mal nochmal nachzählen. Das ist wahrscheinlich inzwischen ein bisschen mehr geworden. Aber ist relativ wenig, weil halt ziemlich viel vom Code eigentlich High-Level in Python geschrieben ist. Und nur Chunker und Hash-Tabelle, die sind halt in C implementiert. Dependencies haben wir eigentlich nur Message-Pack, sonst wüsste ich gerade... Also auf der Python-Ebene. Und dann halt brauchen wir noch OpenSSL für die Verschlüsselung und die Kompressions-Libraries, also LZ4-Library zum Beispiel. Aber eigentlich relativ wenig, also das irgendwo zu porten oder so ist in der Regel kein großes Problem. Wir haben ziemlich viele Unit-Tests, also Coverage ist so irgendwie 80%.
könnte man noch vielleicht ein bisschen verbessern. Und das Ding läuft auch regelmäßig durch Continuous Integration durch, also Travis CI benutzen wir da, also jeder Pull Request und jeder Commit wird durchgetestet. Zur Sicherheit von dem Ganzen, das ist auch einer der Schwerpunkte von dieser Software. Es gibt ja viele Backup-Software, da ist eigentlich gar keine Sicherheit drin. Aber bei Etic und Borg ist da schon vom Design her recht viel drin. Es wird also, wenn man die Verschlüsselung anhat, und das ist mittlerweile der Default, also wenn ihr nichts Besonderes macht, ist das Ding verschlüsselt. Es wird also überall drüber signiert. Also man kann nicht irgendwo unbemerkt eine Corruption haben. Also wenn ihr zum Beispiel ein Bitflip hättet auf der Festplatte vom Repository, ihr würdet es merken. Es kann nicht sein, dass es unbemerkt irgendwie durchrutscht und ihr Daten wiederherstellt, die gar nicht in Ordnung sind. Genauso natürlich, wenn einer versucht, wenn ihr das Repository von dem Rechner von irgendeiner anderen Person oder Firma liegen habt, wenn einer versucht, da dran rumzutweaken, ja, um euch irgendwie reinzulegen, würde sofort bemerkt werden. Die Verschlüsselung ist AES-256, also ist so nach aktuellem Stand auch recht gut. Dadurch ist also die Vertraulichkeit gesichert. Ihr könnt auf irgendeinen Rechner eure Sicherung draufkippen, auch wenn er nicht unter eurer Kontrolle ist. Das Einzige, worauf ihr euch also halbwegs verlassen können müsst, ist, dass der Server nicht verschwindet, wenn ihr ein Backup braucht. Also wenn ihr durch das Repository-Provider euch das Repository wegnimmt, indem ihr den Server abklemmt, gut, ist dann recht blöd, ja. Aber er könnte also nicht so subtil irgendwas modifizieren oder einfach reingucken in eure Daten. Er sieht nicht mal Metadaten oder sowas, also selbst irgendwelche Filenamen oder sowas, ist alles verschlüsselt. Ihr könnt euch das auch selber angucken, müsst mir jetzt also nicht glauben, das ist Open-Source-Software. Also die Krypto ist in key.py und in OpenSSL. Bei OpenSSL rümpfen vielleicht manche die Nase, weil die ja so ab und zu so ein bisschen Security-Probleme hatten in der Vergangenheit. Ich denke mal, für uns ist es wahrscheinlich kein Problem, weil wir machen nichts Kompliziertes mit OpenSSL. Also wir machen jetzt keinen TLS-Handshake oder irgendwas. Wir tun nur die Krypto-Primitive eigentlich benutzen. Also das AES-256 im Counter-Mode und dafür hat OpenSSL, denke ich mal, Unit-Tests. Also da sollte eigentlich normalerweise nichts schief gehen. Genauso natürlich die Hashes, wenn wir da einen SHA-256 oder einen HMAC-SHA-256 benutzen, da gibt es auch Tests dafür. Also das sollte relativ unkritisch sein. Achso ja, und dadurch, dass ein Großteil in Python ist, haben wir auch so ein bisschen weniger Probleme mit irgendwelchen Buffer-Overflows, wie jetzt Software, die in C geschrieben ist. Wir haben zwar ein paar C-Komponenten drin, aber die sind nicht so wahnsinnig kompliziert. Die kann man also durchaus mal durchlesen und so sich halbwegs sicher sein, dass es wahrscheinlich keinen Buffer-Overflow hat. So zum Thema Safety. Das Ganze ist vom Design her auch so gemacht, dass es robust ist. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Backup macht und zwischendrin fliegt euch eure SSH-Verbindung weg, weil irgendjemand einen Stecker irgendwo zieht oder eure Internetverbindung bricht zusammen oder Rechner stürzt ab, Strom ist alle. Es macht im Prinzip nichts aus. Wenn er ein Backup startet, fängt er eine Transaktion an, dann macht er Backup, Backup, Backup. Ganz am Schluss macht er einen Commit und erst mit dem Commit ist das ganze Ding, wird es als valide betrachtet. Wenn da kein Commit am Ende ist, ist es ungültig. Und wenn ihr das nächste Mal das Repository anfasst, macht ihr einfach ein Rollback auf den letzten Commit und dann ist alles wieder gut. Also da kann eigentlich so von den normalen Fehlerquellen kaum was schief gehen. Außerdem wird alle 5 Minuten ein Checkpoint gemacht. Wenn ihr halt Stunden oder Tage lang ein Backup macht und 5 Minuten vor Schluss stirbt die Leitung, das wäre halt blöd, wenn man da wieder von vorne anfangen muss. Deshalb halt macht er quasi alle 5 Minuten auch einen Commit. Und dieses Teilarchiv, was da entsteht, ist auch valide. Es ist halt nur nicht vollständig. Es enthält nicht alle Dateien, die ihr sichern wolltet. Aber das, was drin ist, ist korrekt. Ja. Also es sind keine angefressenen Elemente oder sowas drin. Ja, das ist in sich stimmig. In der 1.0er-Version muss ich dazu sagen, dass diese 5-Minuten-Checkpoints nur zwischen Dateien stattfinden. Also wenn ihr eine Datei mit 1 TB habt und schiebt die rüber, dann macht ihr nicht alle 5 Minuten einen Checkpoint, sondern erst, wenn die fertig ist. Das ist ein bisschen ungeschickt, wenn man so große Dateien hat. Deshalb haben wir auch in der 1.1er-Version das gefixt. Also die 1.1er-Version macht auch bei Teilen von Dateien Checkpoints und die tauchen dann als Punkt Part so und so auf.
Also die sind dann natürlich nicht vollständig aus prinzipiellen Gründen. Aber man sieht, dass es eine Teildatei ist. Also man hält es nicht aus Versehen für die richtige. Was wir auch machen, ist, wir tun den Message Pack in so einem Art Limited Mode aufrufen. Das Problem ist ja ein bisschen, wenn so über Netzwerk irgendwelche Daten kommen oder aus einem Repository, wo ihr nicht unbedingt alleine kontrolliert Daten kommen und man packt das aus, das ist ja immer so ein bisschen ein heikler Moment. Wenn da halt einer in so ein Paket reinschreiben würde, ja, jetzt kommen 4 Milliarden Integers oder so, dann würde der erstmal versuchen, 32 Gigabyte RAM zu allokieren. Das haben wir entsprechend eingeschränkt. Wir wissen ungefähr, was da kommt und von daher tut er da nur relativ wenig auspacken. Und wenn da auf einmal viel mehr kommt, dann gibt's halt eine Exception, aber er tut euch kein DOS auf die Maschine machen. Zu Krypto noch. Die Krypto ist natürlich clientseitig, weil das Modell ist halt dem Client vertrauen wir. Das ist die Kiste, wo wir Backupen tun. Die sollte normalerweise okay sein, aber der Repository-Anbieter ist halt möglicherweise eine Kiste von irgendeinem Provider, wo wir vielleicht nicht komplett unter Kontrolle haben. Und deshalb tun wir halt auf Client-Seite, bevor es übertragen wird, sowohl die Daten als auch die Metadaten verschlüsseln. Es sind insgesamt 3 Keys im Einsatz. Das eine ist quasi der AES-Key, das zweite ist der HMAC-Key und das dritte ist mehr so eine Art Random Secret, was für das Zerhacken der Dateien benutzt wird. Da komme ich nachher noch dazu. Wenn ihr die Encryption benutzt, was Default ist, die Passphrase wird mit PBKDF2 mit 100.000 Runden im Prinzip durchgearbeitet. Also da ist absichtlich eine Bremse drin, dass man da nicht mit beliebiger Geschwindigkeit Angriffe drauf fahren kann. Da hat es schon ein bisschen Diskussionen gegeben, ob diese 100.000 Runden jetzt okay sind. Wir haben deshalb 100.000 Runden, dass man das sowohl auf sehr langsamen Rechnern als auch auf sehr schnellen, auf beiden halt benutzen kann. Wenn ich das jetzt auf 10 Millionen setzen würde, wäre es zwar ein bisschen sicherer, aber wenn dann halt einer mit einem Raspberry Pi irgendwas machen will, dann muss er halt ewig lang warten, bis sein Kommando mal losläuft. Das kann aber sein, dass wir das irgendwann in der Zukunft dann noch ein bisschen hochdrehen. Was die Verschlüsselung angibt, gibt aktuell 3 Modi. Man kann die Verschlüsselung abschalten, das muss man aber explizit machen, Default ist auf an. Man kann einen sogenannten Repo-Key-Modus verwenden, der macht im Prinzip genau das, wie er heißt, der speichert den Key im Repository, also auf dem unvertrauenswürdigen Server möglicherweise. Ist aber kein Problem, weil der Key an sich nochmal verschlüsselt ist. Also ist nicht ganz so sicher natürlich, wie wenn ihr den lokal habt, das ist dieser letzte Modus, also der Key-File-Modus steht jetzt hier nicht dabei. Nee, doch, steht hinten Keyfile. Keyfile wäre quasi das Gleiche auf eurem Client gespeichert. Also ihr könnt, wenn ihr dem Repository überhaupt nicht trauen wollt, auch den Key lokal speichern, aber dann müsst ihr halt aufpassen, dass ihr den Key sichern müsst. Das Backup, wo ihr von der ganzen Maschine macht, ist ja verschlüsselt, da kommt ihr ohne Key nicht ran. Also wenn ihr vergesst, den Key zu sichern und die Maschine raucht euch ab, dann war's das halt. Ja. Deshalb haben wir als Default Repo-Key, um dieses Problem zu vermeiden, dass es jemand vergisst. Und jemand, der es dann explizit umschaltet, der denkt dann vielleicht auch dran, dass er ein Backup davon machen sollte. Steht auch in der Doku. Das habe ich vorhin schon so ein bisschen erwähnt. Wir machen also Authenticated Encryption, Additional Data, ich glaube bisher noch nicht so wirklich benutzt, kommt aber bald. Und das ist Counter-Modus, das ist also einer der AES-Modi, wo so ein bisschen sicherer ist wie manche andere. Also die meisten Angriffe auf AES-Verschlüsselung waren ja meistens dieses CBC Modus. Und wie gesagt, oben drüber ist eh nochmal eine Authentifizierung. Also von daher sollte da normalerweise eh nichts passieren. Es wird auch aufgepasst, dass dieser Counter, der da im Spiel ist, natürlich immer inkrementiert werden muss. Man darf keine Counterwerte doppelt verwenden. Die Software speichert sich praktisch den Counter, den letzten, ins Manifest mit rein. Und wenn der das nächste Backup macht, liest er das Manifest, zählt noch so ein paar weiter, weil das hat ja auch eine gewisse Größe und macht dann an der Stelle weiter. Ist in der 1.0 vielleicht nicht ganz sicher, weil wenn euch jemand ein Backup abbricht und ihr startet dann wieder eins neu, also das ist noch nicht so ganz perfekt. Ist aber auch nicht super problematisch, weil das Ganze läuft ja nochmal über SSH drüber. Also wenn jetzt jemand an der Leitung lauscht, sieht er da eh nichts von euren Backup-Daten. Also nicht mal die verschlüsselten Backup-Daten, weil die ja durch SSH dann nochmal verschlüsselt sind. Also das wird wahrscheinlich in 1.2 dann so voll ganz gefixt, da haben wir größere Änderungen vor. Das ist auch das, was im nächsten Punkt steht.
Dieser Modus, wo oben erwähnt wird, das ist nicht besonders schnell, weil das AES wird zwar hardwarebeschleunigt auf vielen Rechnern, aber das HMAC SHA-256 halt nicht. Also da geht relativ viel CPU dafür drauf. Wir haben jetzt vor, AES 256 GCM zu machen. Das wird also beides dann hardwarebeschleunigt. Vielleicht auch irgendwie ChaCha oder sowas, das müssen wir noch sehen. Vielleicht auch AES OCB. Aber generell, diese Modi sind etwas schneller als das, was wir momentan haben. Besonders CPU-sparsam wird es natürlich, wenn ihr eine CPU habt, wo AES NI macht. Ist heutzutage eigentlich oft kein Problem, weil gibt es seit wie viel, 5 oder 10 Jahren oder so, ist das üblicherweise drin. Wenn ihr jetzt eine nicht x86 oder x64 CPU habt, dann kann es natürlich sein, dass die CPU das alles in Software rechnen muss. Aber gut, die sind dann meistens eh so ein bisschen langsamer, schon von vornherein. Kompression ist eins vielleicht noch erstaunenswert, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, was es alles gibt. Wenn ihr LZ4-Kompression macht, ist das in vielen Fällen schneller, als wenn ihr gar keine macht. Er muss dann zwar ein bisschen Aufwand treiben, um das Zeug zu komprimieren, aber LZ4 ist wahnsinnig schnell und er spart sich ja dann bei der Datenübertragung beim Wegspeichern Zeit. Ja. Also wenn ihr quasi da keine Idee habt, was ihr da jetzt am besten benutzen sollt, probiert einfach mal LZ4. Das ist also zumindest, wenn man eine relativ schnelle Leitung oder einen schnellen Storage hat, eigentlich so das Beste. Wenn ihr jetzt natürlich so ein DSL-Upstream mit 1 Megabit pro Sekunde benutzen müsst für euer Backup, dann nehmt ihr nicht LZ4, dann probiert ihr vielleicht irgendwo LZMA, einen niedrigen Level aus. Bei LZMA muss man noch dazu sagen, bitte nicht LZMA,9 verwenden. Das macht keinen Sinn. Das Maximum, was Sinn macht, ist so 0,6 oder sowas. Weil wenn ihr noch höhere Kompressionen von LZMA anfordert, dann versucht es halt, wahnsinnig große Datenmengen quasi zu betrachten. Aber so viel Daten haben wir gar nicht in den Eingabedaten, weil wir zerhacken ja die Dateien in kleine Stückchen. Das heißt, der verbrennt dann nur unnötig Prozessorzeit, wenn ihr eine hohe Kompression anfordert. Also maximal LZMA 0,6. Das ist auch schon langsam genug. Die Deduplizierung vielleicht noch. Ich denke mal, viele von euch werden ja wahrscheinlich so Rsync benutzen mit Hardlinks vielleicht. Und da fragt ihr jetzt euch, was soll das? Kann ich doch auch schon. Das macht doch mit diesen Hardlinks diese Deduplizierung. Das Problem bei Rsync ist, wenn ihr zum Beispiel einen virtuellen Maschinen-Image habt, irgend so eine Windows oder FreeBSD, VM, was auch immer, ihr startet das Ding so alle paar Tage mal an. Und jedes Mal, wenn ihr das startet, ändert sich ja die virtuelle Maschinendatei irgendwie. Und wenn ihr da ein sehr einfaches Backup macht, also wie mit Rsync, dann merkt ihr halt, aha, die Datei ist anders, okay, ich speichere die wieder neu weg. Und im Repository habt ihr dann im Prinzip für jeden Tag eine virtuelle Maschinendatei rumliegen, die jeweils euch 10 GB oder 50 GB Platz wegfrisst auf eurem Repository-Speicher. Bei Borg ist das etwas praktischer, dadurch, dass die Dateien zerhackt werden und dann die Stückchen alleine betrachtet werden, tut er wirklich nur die Daten dann neu wegspeichern, die sich wirklich geändert haben. Die 90% der virtuellen Maschine, die sich eh nicht geändert haben, die tut er dann nicht nochmal wegspeichern. Ihr könnt natürlich auch von physikalischen Platten Images machen, das ist im Prinzip der gleiche Fall wie eine virtuelle Maschine. Wenn ihr zum Beispiel eine große Bildersammlung habt, wo ihr so übers Jahr Bilder sammelt und am Ende vom Jahr tut er halt den Ordner umbenennen von Bilder auf Bilder 2016 oder so, hätte Rsync auch ein Problem. Das würde diesen Ordner einfach nochmal drauf speichern, weil es halt nicht merkt, dass das die gleichen Dateien sind. Borg interessiert sich für die Dateinamen überhaupt nicht. Das betrachtet immer nur diese Datenbrocken. Also ob das Ding jetzt Foo oder Bar heißt, ist völlig egal. Wenn der gleiche Inhalt drin ist, wird es auch dedupliziert. Wenn ihr doppelte Dateien habt, ist das quasi die innere Deduplizierung, also von diesen Daten, die ihr jetzt im Moment gerade sichert, wird natürlich wegdedupliziert. Diese historische Deduplizierung, wenn ihr halt 100 Backups macht und meistens ist es immer wieder das Gleiche, bis auf so ein paar Dateien, wird auch dedupliziert. Und ihr könnt auch zwischen verschiedenen Maschinen Deduplizierung kriegen, wenn ihr die Maschinen ins gleiche Repository reinspeichert. Hat allerdings einen kleinen Nachteil. Wenn die praktisch wechselseitig von verschiedenen Maschinen speichern, muss er seinen Cache neu synchronisieren. Also Borg hat kleinzeitig einen Cache. Und wenn halt das Repository nicht mehr mit dem Cache übereinstimmt, muss halt der Cache neu aufgebaut werden.
Also wenn man mehrere Maschinen ins gleiche Repo reinspeichert, das ist nicht die schnellste Methode, aber kann euch halt ein bisschen Platz sparen. Also vor allem, wenn halt auf den Maschinen das größtenteils das gleiche drauf ist, Betriebssystem und so weiter vielleicht. Die Deduplizierung an sich ist ganz interessant, wie das funktioniert. Da wird ein sogenannter Rolling Hash verwendet. Ihr kennt ja so die normalen Hashes, also entweder die nicht kryptografischen oder die kryptografischen. Dann nimmt man halt einfach einen Datenblock, macht irgendwelche aufwendigen Rechenoperationen und dann spuckt es halt irgendeinen Hashwert aus. Das Problem ist, wenn man das wie eine Art Fenster über eine riesengroße Datei den Hash vom Fensterinhalt immer wieder berechnen will, immer wieder ein Byte weitersetzen will, dann wäre so ein normaler Hash unheimlich aufwendig, weil ich halt jedes Mal wieder ganz vorne anfange. Ein Rolling Hash hat ein bisschen einen anderen Algorithmus und der zeichnet sich dadurch aus, dass wenn ich das Fenster ein Byte weiterschiebe, kann ich praktisch das Byte, was das Fenster verlässt, einfach durch eine Operation rausrechnen aus dem Hashwert und das Byte, was ins Fenster reinkommt, dann einfach reinrechnen. Also ich brauche nur zwei Korrekturoperationen, um den letzten Hash dann zu aktualisieren, sodass er für meine aktuelle Fensterposition stimmt. Ja. Ja, das ist der Grund, warum das gemacht wird. Wir wollen ja Häppchen haben. Wir wollen nicht die ganze Datei als Gesamtes betrachten, was die Deduplizierung angeht, sondern Bereiche dieser Datei. Und wenn wir jetzt einfach sagen würden, okay, wir hacken nach einem Megabyte und nach 2 Megabyte und nach 3 Megabyte, das wäre dann halt blöd, wenn einer vorne ein Byte einfügt und alles rutscht nach hinten und kein Block stimmt mehr. Ja, und dann würden sich ja alle Blöcke ändern, selbst wenn das ein Terabyte ist. Ja. Und durch diese Methode, dass der halt den Inhalt betrachtet und dann halt den Hash anguckt, ob der auf den letzten paar Bits null wird und dann hackt, da hängen praktisch diese Hackstellen direkt vom Inhalt ab. Das heißt, wenn euer Inhalt verrutscht, verrutschen auch eure Stellen, wo ihr schneidet. Und dadurch bleiben halt, selbst wenn man Sachen rausnimmt aus der Datei oder einfügt oder alles sich so ein bisschen nach hinten oder vorne verschiebt, bleiben halt die meisten Brocken die gleichen. Und das ist der Vorteil von diesen Verfahren. Und dadurch, dass es halt diese Rolling Hashes gibt, ist es auch nicht so schlimm von der Performance her. Man kann die durchaus relativ effizient berechnen. Und deshalb wird es halt so gemacht. Also Borg macht es so, Attic macht so, Restic macht so. Ich glaube, OpenNAM zum Beispiel, das ist auch so eine Software, die dedupliziert, die macht es, glaube ich, nicht so. Ich glaube, der tut einen festen Offsets hacken, wenn ich es recht im Kopf habe. Diese Parameter, wie das genau diese Brocken macht, also Chunks heißen sie auf Englisch, die könnt ihr so ein bisschen einstellen. Wir machen so einen Default-Wert, der so im statistischen Mittel ungefähr 2 Megabyte große Brocken generiert. Das hat den Vorteil, die Anzahl dieser Chunks ist relativ gering dann. Wenn ich jetzt so Häppchen mit 64 Kilobyte mache, was der Default von Attic war, dann entstehen unheimlich viele Chunks und die müsst ihr halt alle verwalten. Die Software muss ja zu jedem Zeitpunkt wissen, was habe ich schon und was habe ich noch nicht. Und bei Attic war also das Problem, dass teilweise halt der RAM ausgegangen ist, wenn man halt so ein Raspberry Pi oder sowas hatte. Und deshalb haben wir also diese Chunkgröße deutlich höher gedreht. Ihr könnt aber, wenn ihr spezielle Anwendung habt, wo sie diese kleineren Chunks Sinn machen, könnt ihr es also auch wieder runterdrehen, es ist parametrisierbar. Nur halt sich bewusst sein, dass es halt nicht umsonst ist, wenn man so viele Chunks produziert. Der letzte Punkt vom oberen ist auch noch interessant. Habe ich vorhin bei den Keys schon erwähnt. Wir haben ein Random, wo praktisch als Seed für diesen Chunking-Algorithmus verwendet wird. Das heißt, wo der genau schneidet, ist praktisch bei jedem Repository, bei jedem Key, den ihr habt, anders. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel irgend so ein Public Domain Movie irgendwie rumliegen habt und ihr sichert den in euer Repository rein, könnte man also an den Größen der Stückchen nicht sehen, welcher Film das war. Man müsste praktisch diesen Random Key noch zusätzlich wissen, weil nur dann würde er genau die gleichen Brocken schneiden. Das Wegspeichern, da gibt es zwei Möglichkeiten. Das ist das untere. Wenn ihr die Verschlüsselung abschaltet, dann macht ihr einfach einen SHA-256 momentan. Das ist natürlich nicht besonders sicher, weil da ist dann keine Authentifizierung drüber und man kann den Hash halt auch direkt sehen. Also da ist eigentlich nur dieser Random-Parameter beim Chunking dann so ein bisschen Sicherheit. Aber man kann dann ja eh in eure Daten reingucken, weil ihr habt es ja nicht verschlüsselt, von daher ist es dann egal. Sobald ihr die Verschlüsselung anmacht,
macht er also ein HMAC. Das heißt, man kann auch diesen Hash-Werten in Anführungszeichen dann nicht ansehen, was da dahinter steckt, weil man halt da euren Secret Key braucht, um die zu berechnen. Also ist auch da, was so die Datenleaks angeht, relativ sicher gemacht. Wir versuchen also möglichst wenig Informationen zu leaken, wenn jemand bei euch ins Repository reinguckt. Ich habe es vorhin schon erwähnt, das Ganze ist durch einen Fork entstanden von Etik vor ungefähr 2 Jahren. Das Tolle war, also Etik hatte schon eine ziemlich gute Codebase eigentlich, also so vom Entwurf von der Software war das eigentlich alles prima. Und auch bei der Kryptographie war ich also durchaus erstaunt, also der hat so die Fehler, die man vielleicht gern macht, hat er also schon gleich vermieden gehabt. Das war dadurch auch durchaus beliebt und hat einige Entwickler angelockt, die da fleißig Pull-Requests gemacht haben, also ich auch. Und da hat sich dann also mit der Zeit so ganz viel Pull-Requests und Aktivität irgendwie angesammelt, aber das Problem war, der Hauptautor hatte irgendwie keine Zeit. Und er wollte auch lieber eigentlich Sachen selber programmieren, wie Pull-Requests reviewen. Und deshalb ist das Ganze halt irgendwie ein bisschen gestanden und hat sich nicht wirklich weiterentwickelt. Wir haben dann das kurz im Issue-Tracker diskutiert und da haben wir halt festgestellt, ja gut, die Ziele sind etwas unterschiedlich. Also er wollte das eigentlich mehr so für privat für sich als Spielprojekt haben und halt nur, wenn er Zeit hat. Und die anderen Leute wollten halt das irgendwie ein bisschen schneller weiterentwickeln und halt so, dass es wirklich vielleicht für viele Entwickler interessant ist. Außerdem, der Originalautor hatte auch so die Idee, Kompatibilität forever. Und da dachte ich auch, ja, ist vielleicht nicht so, man will das zwar eigentlich haben, so in der Theorie, aber wenn man sich dann die Auswirkungen überlegt, der Code wird halt immer größer und immer schrecklicher mit allen möglichen Fallbehandlungen. Also deshalb haben wir uns bei Borg auch rausgenommen, dass wenn wir eine Major Release machen, dass wir dann auch vielleicht Kompatibilität brechen und halt irgendwie einen Konverter anbieten oder irgendwie sowas. Wollen wir aber natürlich nicht zu oft machen, weil macht ja immer so einen gewissen Aufwand. Was auch ein Ziel von Borg war, ist natürlich, dass es nicht ein Ein-Mann-Projekt sein soll, sondern dass halt Entwickler auch natürlich beitragen können. Das klappt auch ganz gut. Also als wir Etik geforkt haben, waren das ungefähr 600 Change-Sets im Repository. Inzwischen haben wir also über 4000 Change-Sets. Und die letzten 3400, das sind also 2 Jahre. Die ersten 600 waren ungefähr 4-5 Jahre. Also es entwickelt sich jetzt deutlich schneller weiter. Und wenn ihr also mitmachen wollt, einfach mitmachen. Der Code ist durchaus recht gut lesbar. Python, Cython, C. Wir wollen das auch an so diversen Stellen so ein bisschen redesignen, wo wir vielleicht merken, okay, ist nicht so ganz optimal. Und halt, wenn wir einen guten Grund haben, auch wirklich inkompatible Änderungen machen. Dadurch ist es natürlich etwas weniger stabil, so im Debian-Sinn, wie wenn man jetzt nichts anfasst und auf ewig kompatibel sein will. Aber wir versuchen also, dass das durch die Tests halt trotzdem immer eigentlich ganz gut läuft. So, das haben wir schon. Ach so, wenn ihr, weiß nicht, benutzt jemand Etik oder hat es jemand schon benutzt? Einer? Ja, also wir haben so ein Issue Nummer 5 auf GitHub. Das sind so die ganzen Ethic-Issues, alle eigentlich größtenteils abgehakt. So ein paar sind übrig, aber das sind mehr so Nice-to-Have-Sachen, also nicht Bugs im engeren Sinne. Also von daher haben wir praktisch den kompletten Ethic-Issue-Tracker schon durchgearbeitet und können jetzt also praktisch in unserem eigenen Issue-Tracker dann auch weitermachen. Das ist einfach so eine Checkliste von GitHub. Ja, ein paar neue Features haben wir eingebaut, Tests haben wir erweitert, Plattformen haben wir auch etwas erweitert und die Doku haben wir auch so ein bisschen noch aktualisiert, weil da war auch diverse Sachen nur auf der Mailingliste verfügbar. Was ihr momentan jetzt produktiv benutzen könnt, ist die 1.0er-Version, also 1.0.10 ist die aktuelle, bald wahrscheinlich 11. Linux, BSD, macOS X, das sind so die Hauptplattformen. Ihr könnt es auch unter Cygwin benutzen, tut eigentlich auch ganz gut. Allerdings, was es halt nicht kann, sind irgendwelche Spezialfeatures von Windows, also Windows ACLs zum Beispiel kann es noch nicht natürlich. Also mehr vielleicht so für eure Bildersammlung oder irgendwie sowas, nicht für einen kompletten System-Backup verwenden. Ja, und so kommt auch so ein bisschen Feedback rein, so Twitter und Reddit, da findet ihr so diverses an Blogposts und Posts, also das ist eigentlich immer recht positiv.
Momentan arbeiten wir stark an der Borg 1.1 Version, die ist jetzt gerade bei Beta 6. Ich hoffe, dass wir irgendwann bald RC1 oder Beta 7 dann machen können. Neu ist vor allem das Diff-Feature, dass ihr sagen könnt, okay, zeig mir bitte die Differenz zwischen diesem Archiv und diesem Archiv an. Hört sich jetzt vielleicht banal an, aber es ist halt ein Voll-Backup-Programm. Also ihr habt nur Voll-Backups, also eine Differenz zu berechnen, ist schon ein bisschen Aufwand. Ein inkrementelles Backup-Tool hat es natürlich viel einfacher, weil das tut ja nur die Differenz wegspeichern, dann ist die Differenz anzeigen natürlich trivial. Aber können wir jetzt auch. Recreate bedeutet, ihr habt vielleicht ganz früher mit Attic Backups gemacht, mit relativ kleinen Chunks. Ihr wollt aber diese Backup-Archive jetzt mit diesen größeren Chunks neu generieren. Dann kann man Recreate sagen, einfach mit neuen Chunker-Parametern oder auch mit neuer Kompression. Also man kann da so diverse Parameter ändern und einfach ein Archiv, das man schon hat, nochmal neu erzeugen mit anderen Parametern. Man kann auch die Exclude-List ändern. Das ist, wenn man so Sachen vergessen hatte zu excluden und die doch excluded haben will, kann man also auch diese Exclude-List ändern, auch ganz praktisch. With-Log ist ein Befehl, wo man so ein bisschen das Interfacing mit anderen Tools machen kann. Also manche Leute wollen ihr eigentliches Backup erstmal mit Borg machen, aber dann ihr Borg-Repository nochmal mit Rsync auf eine andere Maschine irgendwie rüber kopieren. Und man sollte natürlich vermeiden, dass man es jetzt gerade in dem Moment kopiert, wo der gerade Backuppen ist. Dann hätte man halt einen Zustand, den man eigentlich nicht so haben will. Und with log beachtet halt einfach das Log von Borg. Und das Kommando, was ich hinter with log dahinter schreibe, wird dann halt erst ausgeführt, wenn ein Log bekommen werden kann. Also wenn das acquired werden kann. Also ähnlich wie zwei Borg-Prozesse quasi aufeinander warten, indem der erste halt loggt und der zweite wartet, bis das Log weggeht, kann man es mit withlog halt auch mit weiteren Tools genauso machen. Ihr könnt dann auch Kommentare auf Archive drauf machen, also außer dem Namen. Die Autokompression ist auch ganz lustig. Oft weiß man ja nicht so richtig, ja gut, ich habe so ein paar Daten, die lassen sich gar nicht komprimieren, aber ein paar andere lassen sich komprimieren. Und dann ist immer so ein bisschen die Frage, was man am besten nimmt. Diese Heuristik macht Folgendes, die tut einfach auf den Datenbrocken LZ4 anwenden. Und wie gesagt, LZ4 ist wahnsinnig schnell, also ist kein großer Aufwand. Und je nachdem, wie stark LZ4 das dann komprimieren konnte, fällt dann halt die Entscheidung, okay, ich lasse es einfach oder ich verwende das LZ4 so, wie ich es eh schon berechnet habe oder ich mache dann LZMA. Also wenn ich gesehen habe, halt Kompression macht Sinn. Ja, wenn es jetzt zum Beispiel ein JPEG war, bringt LZMA halt auch nicht mehr so arg viel, ja, wahrscheinlich gar nichts oder minimal nur. Also damit kann man praktisch durch einen kurzen Test mit dem schnellen Verfahren vermeiden, dass man jetzt alle Daten durch ein langsames Verfahren durchschleusen muss, wenn es keinen Sinn macht. Wir haben auch noch ein bisschen rumgetuned, also das Fuse ist ein bisschen schneller geworden, also dieses Mount-Kommando. Und auch auf Festplatten das Durchgraben durch die Directory-Struktur, da haben wir auch ein bisschen dran rumoptimiert. Also vor allem auf Festplatten ist es deutlich schneller jetzt. Es wird einfach die Inode-Reihenfolge beachtet. Er tut, glaube ich, nicht, was hat er vorher gemacht? Ich glaube, früher war es einfach so die Directory-Reihenfolge. Und jetzt tut er also versuchen, sortiert nach Inodes das abzuarbeiten. Und im Source Code haben wir auch so ein bisschen reorganisiert und aufgeräumt. Eine größere Baustelle wird dann Borg 1.2 werden. Das werden wir also diesen Sommer anfangen. Wir haben auch schon viele Versuche in der Richtung gemacht, aber jetzt noch nichts wirklich Produktives im engeren Sinne. Also Multithreading ist da einer der Punkte. Und ich habe vor ein, zwei Jahren schon mal einen Versuch gemacht. Das liegt noch irgendwo in einem Experimental-Branch rum. Bei Multithreading könnt ihr euch vorstellen, dass kann tun oder auch nicht. Da gibt es halt manchmal nette Race Conditions, die einen dann irgendwo beißen. Und da muss man also ein bisschen aufpassen, was man da tut. Sonst kann es halt sein, dass das ganz blöd abstürzt oder sonst irgendwas Komisches tut. Der aktuelle Plan ist da vielleicht auch Zero-MQ zu verwenden. Das habe ich im Endeffekt auch erst vor nicht allzu langer Zeit entdeckt. Ist aber wohl ein recht nettes Verfahren, wie man quasi so die Synchronisierung zwischen verschiedenen Threads machen kann. Also wenn man nicht das normale Locking und Semaphore und was so alles gibt, machen will.
Und die Idee ist also, momentan ist also Borg single-threaded. Also wenn ihr das laufen lasst, werdet ihr sehen, das benutzt maximal einen Core von eurer CPU. Und wenn er nicht allzu langsame Kompression verwendet, vielleicht sogar nochmal deutlich weniger, weil er halt immer wieder auf I.O. warten muss zwischendrin. Und die Idee ist halt einfach, das in verschiedene Teilbereiche zu unterteilen, die dann über ZeroMQ kommunizieren im gleichen Prozess. Also das muss nicht unbedingt verschiedene Prozesse geben. Und dass man halt einen Teilprozess hat, der halt die Daten einsammelt und einer ist halt für Kompression zuständig, einer für Krypto und einer fürs Wegschreiben. Und dadurch können die dann halt auch besser parallel arbeiten. Ja, vor allem die I.O.-Wartezeit ist da halt ein Problem. Weil wenn er lesen tut, ist klar, müsst ihr warten, bis die Daten kommen. Und auch beim Schreiben ist es nicht ganz so wie in anderer Software. Viele Software schreibt ja Daten einfach weg und egal quasi, wird schon irgendwie ankommen. Bei Borg machen wir öfters mal auch einen Sync, um sicherzustellen, dass die Daten wirklich auf dem Medium landen. Und wir machen auch einen Sync auf die Directories, dass wir also auch die Metadaten auf dem Medium haben. Und spätestens bei diesem Sync fällt dann halt wieder Wartezeit an, weil er dann halt wartet, bis das Zeug auf dem Medium ist. Die Krypto ist auch nicht ganz ohne. Insbesondere, wenn man diesen einfachen Counter-Mode, wie wir es momentan haben, verwendet, muss man halt natürlich vermeiden, dass man Counterwerte doppelt verwendet. Deshalb haben wir auch also im Krypto-Bereich Änderungen vor, dass wir quasi so wie eine Art Session-Key verwenden. Und wenn wir mehrere Threads haben für die Krypto, dass vielleicht jeder Thread seinen eigenen Session-Key kriegt, dann vermeiden wir das Counter-Problem komplett. Wenn es Python-Entwickler hier gibt, haben sich vielleicht manche gedacht, ja, aber das GIL ist doch in Python immer so das Problem bei Multithreading. Da haben wir kein großes Problem damit, weil wir machen ziemlich viel I.O., lesen und schreiben. Und selbst in Python, wenn ihr I.O. macht, wird das GIL freigegeben, wenn diese I.O. läuft. Ja. Genauso, wenn wir jetzt Krypto und Kompression machen, würde sogar ein ganz normales Python auch, bevor so ein Hash jetzt berechnet oder so, das GIL freigeben und erst danach sich wiederholen. Und so generell, der Python-Code ist halt mehr so der komplexe obere Code und so die unteren Schichten haben wir ja größtenteils eh in C. Und da können wir uns also auch von uns aus entscheiden, okay, jetzt ist es geschickt, das GIL freizugeben, weil wir eh nichts mehr in Python machen, das ist jetzt alles C, was da kommt und erst wenn wir fertig sind, holen wir uns das GIL wieder. Also ist nicht ganz so das große Problem, das habt ihr vor allem dann, wenn ihr jetzt Computing quasi in Python parallel machen wollt. Zu Krypto, da habe ich schon einen Pull-Request gemacht, wo diese API so ein bisschen auf AEAD-Style umstellt, also das heißt Authenticated Encryption, Additional Data oder auch Authenticated Data, also meint beides das Gleiche. Das bedeutet praktisch, dass man Daten verschlüsselt, also meine Nutzdaten, und dass ich dann aber noch zusätzliche Metadaten haben kann, die ich nicht verschlüsseln will und dass ich über alles drüber eine Authentication mache, also dass mir an keinem einzigen Bit irgendeiner rumdrehen kann, ohne dass ich es merken würde. Was wir auch haben wollen, ist halt, dass man verschiedene Verschlüsselungsverfahren haben kann, also verschiedene Ciphers und Keylängen vielleicht auch. Diverse schnellere Verschlüsselungsverfahren, vor allem Single-Pass-Verschlüsselungsverfahren, weil wir haben ja seither immer einen Pass IIS-Counter-Mode und dann nochmal einen Pass SHA-256 und HMAC. Und es gibt halt Verfahren, die machen beides in einem und sind dadurch viel effizienter. Der letzte Punkt habe ich erst vor kurzem ergänzt. Das ist noch so ein bisschen ein Fragezeichen. Das war mir aber selber gar nicht bewusst. Ketchak ist vielleicht manchen von euch bekannt als SHA-3. Und das ist ja eigentlich ein kryptografischer Hash. Das ist jetzt nicht, denkt man nicht direkt an ein Verschlüsselungsverfahren. Das ist ja nur ein Hash. Aber bin ich darauf hingewiesen worden, dass also mit den gleichen Kernroutinen quasi auch Krypto machbar ist. Also, die haben da irgendein Paper veröffentlicht. War mir so gar nicht bekannt vorher. Ja, siehe T-Shirt hinten. You can be assimilated. Auf freiwilliger Basis. Also ihr könnt gerne mithelfen, probiert das Ding einfach mal aus. Wenn ihr viele Daten habt, macht auch gerne mal einen Skalierbarkeitstest oder die Zuverlässigkeit. Ihr könnt es so parallel am Anfang betreiben, wenn ihr also ein eingefahrenes Backup-Verfahren habt.
Auch ein Security-Review wäre durchaus wünschenswert, also so ein richtig formelles Review gab es bisher noch nicht. Könnte man also jetzt mit der produktiven Version machen oder man wartet noch bis 1.2 fertig ist, weil wir da die Krypto eh nochmal umbauen. Generell halt ein bisschen aufpassen, vor allem wenn ihr natürlich irgendwelche Beta-Versionen oder so ausprobiert. Beta-Versionen sind da, um Bugs zu finden. Also für Produktion doch lieber die Release-Versionen nehmen. Ihr dürft auch gerne Bugs finden und fixen, Pull-Requests auf GitHub machen. Wenn ihr in der Doku irgendwas findet, was fehlt oder was irgendwie schlecht oder missverständlich ist, auch Bescheid sagen. Wenn ihr es benutzt und ihr seid happy soweit, einfach vielleicht auch mal weitersagen, es ist noch nicht so arg bekannt. Also Rsync ist natürlich durch das Projektalter viel bekannter. Und wenn ihr irgendwelche Plattformen habt und Distributionen, wo es noch keine Pakete gibt, könnt ihr auch gerne Pakete machen. Es gibt schon relativ viele, also so die üblichen Kandidaten sind schon abgedeckt, aber wenn ihr irgendwas etwas Exotischeres habt, fehlt vielleicht noch ein Paket. Und wenn ihr irgendwelche exotischen Plattformen betreibt, mit komischen CPUs drin, vielleicht auch mal testen. Da liegen die Dokus. Auf Freenode gibt es auch einen IRC-Channel. Ich bin auch bis morgen hier auf der Konferenz. Könnt mich auf Twitter erreichen. Das Einfachste ist vielleicht über GitHub. Also auf GitHub einfach Borg Backup als Organisation suchen. Da liegt der ganze Kram drin. Okay, das war jetzt mal so im Prinzip der Einführungsvortrag. Ich dachte mir, wir können jetzt so relativ flexibel vielleicht erstmal Fragen machen. Hat jemand akut noch Fragen, Anmerkungen, Wünsche? Ja. Also generell, wenn du es produktiv benutzen willst, also vielleicht auch Restore dann im Zweifelsfall machen willst, nimm lieber die Release-Version. Die Beta ist, da werden momentan immer noch Features eingebaut. Und wir werden erst dann von Beta auf RC wechseln, wenn wir die Features so größtenteils drin haben. Also da ist man immer noch besser mit der Release bedient. Wenn du natürlich jetzt sagst, okay, ich habe dann Backup, was ich produktiv benutze mit einem anderen System und ich will das jetzt nur mal ausprobieren, ob mir das überhaupt gefällt und überhaupt funktioniert, dann kannst du natürlich auch die Beta benutzen. Aber dann bist du im Zweifelsfall nicht darauf angewiesen, dieses Repository so benutzen zu müssen oder so zu erhalten für alle Zeit, sondern kannst du im Zweifelsfall sagen, okay, ich lösche es wieder und fange wieder neu an. Also ist beides eigentlich möglich. Dafür, und man muss ja mal den Cache synchronisieren. Zum einen gibt es ja der Idee mit dem Workception, wollte ich jetzt einfach mal sagen, wie da gestattet ist. Und das andere ist, in meinem Fall, wo ich wirklich Maschinen habe, die ich an der externen Festplatte anstecke, wäre jetzt die Frage, ob es hier sinnvoll wäre, den Cache einfach auf die externe Festplatte zu tun. Ja, okay, also ich wiederhole vielleicht die Fragen nochmal, ja. Die Frage war mit dem Cache. Das Problem ist, wenn ihr mehrere Maschinen in ein Repository reinsichert, dann habt ihr ein Cache-Coherence-Problem, heißt es üblicherweise. Also ihr habt zwar mit der Maschine A einen lokalen Cache erzeugt, der zu dem Zeitpunkt mit dem Repository übereingestimmt hat, aber dadurch, dass Maschine B sich in das gleiche Repository reingesichert hat, hat ihr natürlich im Prinzip euren Cache invalidiert, weil sie das Repository danach geändert hat. Ja, das ist wie wenn ihr mehrere Prozessoren habt, die aufs gleiche RAM zugreifen, da muss man das genauso machen. Die Frage war jetzt also nach einem speziellen Ticket, das habe ich mir mal ausgedacht. Borgception steht da als Titel drüber, weil so ein bisschen der Inception-Gedanke dahinter steckte. Also dass man quasi den Cache von Borg wieder mit Borg sichert irgendwie in so ein kleines Zusatzrepository oder so. Also da hat sich bisher nichts getan. Das ist immer noch so als Idee, steht es im Raum. Man könnte theoretisch den Cache auf die Platte speichern, ja, wäre wohl möglich. Sollte tun. Ich habe es allerdings noch nicht ausprobiert. Vielleicht gibt es irgendwelche Details, die dann nicht so ganz funktionieren. Aber wenn, spricht jetzt eigentlich direkt nichts dagegen. Also ich meine, dass generell was dagegen spricht, wenn zwei verschiedene Maschinen auf dem gleichen Cache arbeiten. Also nicht gleichzeitig natürlich, aber der Reihe nach. Da spricht nichts dagegen. Das ist ja kein anderer Fall eigentlich, wie wenn du das auf einer hast. Also mir fällt zumindest ad hoc nichts ein. Man könnte einfach quasi so nach Syndex auf die externe Festplatte und das wird
Ja. Probier es vielleicht mal vorsichtig aus. Also ich will jetzt mal nicht mal Hand dafür ins Feuer legen, aber mir fällt jetzt auch ad hoc nichts da ein, was dagegen spricht. Ich muss allerdings dazu sagen, wir haben diese Routinen, wo diese Synchronisierung machen, ein bisschen getuned. Also die sind nicht mehr ganz so langsam wie vor einem Jahr. Die sind auch an sich ein bisschen schneller geworden. Also wir haben die Hash-Tabelle ein bisschen rumoptimiert und auch so ein paar andere Sachen noch. Also ich hatte den Eindruck, so in letzter Zeit geht es durchaus relativ schnell. Was ein bisschen ärgerlich ist bei diesem Cache-Synchronisierungsverfahren, das skaliert nicht so wirklich. Der arbeitet halt alle Archive von 1 bis N durch, ja, und wenn das N halt mit der Zeit größer wird, wird es halt potenziell immer langsamer. Genauso, wenn ihr relativ große Archive habt, die Geschwindigkeit hängt auch von der Archivgröße ab, ja. Also von daher ist das mit dieser Cache-Synchronisierung noch nicht so ganz glücklich. Daher auch der Tipp, wenn ihr es eilig habt, tut nicht mehrere Maschinen in ein Repository sichern und macht einfach ein Repository pro Maschine. Und nur wenn ihr quasi das letzte bisschen Speicherplatz noch rausquetschen wollt, was geht durch diese Deduplizierung zwischen Maschinen, dann könnt ihr halt sagen, okay, ich will Platz sparen, aber ich habe Zeit zu investieren. Das ist halt das übliche Problem, Platz gegen Zeit. Also ich habe eins Ding so laufen, aber ich merke es halt auch jedes Mal, es dauert halt ein bisschen am Anfang, bis er da wieder aktuell ist. Ihr könnt natürlich auch eure Pruning-Policy dementsprechend einstellen, weil wenn ihr jetzt sagt, okay, ich mache jede Stunde ein Backup und ich hebe die ewig auf, gut, es gibt halt ziemlich viele dann irgendwann. Ja. Wenn ihr aber sagt, okay, sinnvoll ist vielleicht, dass ich jetzt von den letzten paar Tagen halt ganz viele Backups habe, aber wenn es dann weiter in die Vergangenheit geht, dann kann ich die ja immer weiter ausdünnen. Ja, und wenn dann irgendwie mein Backup mal ein Jahr alt ist, dann reicht vielleicht auch noch eins pro Monat oder eins jede Woche oder so. Dann ist die Anzahl der Archive nicht ganz so hoch, die euch die Geschwindigkeit beim Sync runterzieht. Der Marian, einer der anderen Borg-Entwickler, hat auch gerade noch eine Idee, dass man das sogar ganz anders macht. Wenn man im Prinzip nur ein Backup machen will und nichts löschen will, dann muss man diese aufwendige Cache-Synchronisierung eigentlich gar nicht so machen. Dann kann man eigentlich einfach das Repo fragen, was gibt es alles für IDs, gib mir einfach mal alle IDs rüber. Und eigentlich muss ich ja nur wissen, ich habe es schon oder ich habe es noch nicht. Das ist die einzige Entscheidung, die ich treffen muss beim Backup. Ja. Ich muss nicht wissen, wie viele Referenzen auf einem Datenblock sind. Ich muss nur wissen, ob er überhaupt da ist. Und das wäre natürlich ein viel schnelleres Verfahren. Allerdings, das würde halt nicht helfen, wenn ich halt löschen will. Wenn ich löschen will, muss ich wissen, wie oft wird dieser eine Datenblock referenziert von irgendwelchen Archiven. Also da ist durchaus noch was in Arbeit. Aber probier es vielleicht einfach mal aus. Mach diese Methode mal so, dass du den Cache verschiebst. Probier es aus. Also vielleicht tut es auch einfach. Ja. Also wird man dann mit Symlink wahrscheinlich X? Ja, würde ich genau Symlink machen. Ja. Können die Maschinen theoretisch, wenn ich jetzt den Box-Server nehme, ja. Also ist das Server dann mit dem Box-Server hinkommen, ja. Kann theoretisch die eine Maschine die Backups von der anderen Maschine sehen? Ja, weil das ist ein kryptografischer Key, was dann im Einsatz ist. Also das ist auch nur so ein bisschen ein Haken. Also das kann man natürlich nur innerhalb einer Trust-Zone, sage ich jetzt mal, machen. Also wenn die Leute, wenn das mehrere Leute sind, sich gegenseitig vertrauen. Also für deine eigenen Maschinen könntest du das natürlich locker machen, weil da ist ja dann sonst niemand dran, aber es ist überall der gleiche AES-Key dann im Einsatz. Ja, ja, du kannst Borg dann ganz normal benutzen und sagen, list mir die Archive auf und dann siehst du alle Archive. Also sind keine Access-Control-Lists oder sowas da, wo jetzt den Zugriff auf Archive irgendwie regulieren. Also der, wo Zugriff aufs Repository hat und den kryptografischen Key hat, der kann dann alles machen, was er will. Auch löschen zum Beispiel. Das ist übrigens auch ein bisschen ein Problem, um die Frage vielleicht vorwegzunehmen. Wenn euch jemand euren Client hackt, also irgendein produktiver Server, den ihr mit Borg Backups tut, und der sieht da, aha, der macht mit Borg Backups und der Krypto-Key ist im Skript halt oben drin, wie üblich. Also angenommen, der wird root auf eurer Maschine. Ja. Gut, die Maschine könnt ihr dann eh vergessen, wenn die geowned worden ist. Ja. Aber da könnt ihr natürlich potenziell auch eure Backups löschen. Da könnt ihr mehrere Sachen dagegen machen.
Also ihr könnt natürlich außerhalb von Borg, zum Beispiel mit ZFS oder mit was auch immer, von eurem Repository einfach Snapshots machen. Das ist also eine Methode, die ihr unabhängig von unserer Software jetzt machen könnt. Ihr könnt auch mit Borg ein Repository im sogenannten Append-Only-Modus betreiben. Also generell die Arbeitsweise, wie Borg arbeitet mit diesen Transaktionen, ist eigentlich eh in der Regel, dass hinten angehängt wird. Also alte Daten werden normalerweise erstmal nicht angefasst. Aber wenn er halt alte Daten durch neue ersetzt, was eigentlich nur bei Manifest der Fall ist, oder wenn ihr löschen tut, dann wollt ihr natürlich irgendwann den Platz auch wieder haben. Und normalerweise wird dann kompaktiert, dass also alte Segmentdateien gelesen werden und praktisch die Daten, wo noch erhalten bleiben sollen, halt werden dann in neue übertragen. Und an der Stelle werden dann halt Daten im Endeffekt, die irgendwann mal da lagen, auch weggeschmissen. Also wenn der Angreifer Delete macht, wird es erstmal angehängt, aber sofort gleichzeitig auch dann gekillt. Wenn ihr Append-Only macht, dann tut er quasi nur die Delete-Operationen sich merken. Also welche Daten wollte ich alle löschen, die liegen aber zunächst mal alle noch weiter rum. Und wenn das im Append-Only-Modus ist, passiert da erstmal gar nichts. Ihr könntet dann also ein Rollback machen, dass diese ganzen Deletes quasi wieder vergessen werden und alles erscheint wieder. Ihr müsst dann allerdings aufpassen, in der Regel wollt ihr ja selber auch ab und zu mal was löschen, dass das nicht endlos wächst, das Ding. Und sobald ihr halt einen Schreibzugriff macht, wird halt dieser Compaction Run gemacht. Und dann würdet ihr möglicherweise die Delete-Operation, die ein Angreifer reingeschmissen hat, dann halt realisieren. Also ihr müsst euch vorher quasi davon überzeugen, dass im Repository noch der Zustand ist, den ihr gerne hättet. Kann man anhand der Hashes der Archive am besten vielleicht machen. Das ist vielleicht so die geeignetste Methode. Also wenn der Hash vom Archiv immer noch der gleiche ist wie im Sollzustand, dann hat sich an dem Archiv nichts geändert. Ja. Ich würde es gerne ab und zu mal von der Festplatte, die neuesten Backups auf eine andere Festplatte backuppen, die ich dann vielleicht auch wieder weg tue in Schrank oder so. Ja. Sinngemäß das Einzige, was mir einfällt, ist, ich muss irgendwie die neuesten Archive per Fuse mounten und kann dann die gemounteten Archive irgendwie backuppen. Oder gibt es da irgendwie einen direkten Weg, dass ich Borg sagen könnte, lese mir aus dem Archiv und schreibe es dann rein? Also was es noch nicht gibt, da gibt es nur ein Ticket dazu, ist, dass man so sagt, quasi Archiv X von Repo A nach Repo B kopieren. Wäre theoretisch machbar, ist allerdings nicht ganz trivial, weil die Verschlüsselung ja dann vielleicht doch ein anderer Schlüssel sein soll, gerade um irgendwelche Counter-Probleme oder sowas zu vermeiden. Was man im Prinzip immer machen kann, ist, dass man natürlich einfach Async nimmt und einfach das Repo von A nach B synchronisiert, wenn ich einfach nur den gleichen Zustand auf beiden Platten haben will. Gut, ja, das geht mit Async nicht. Ja, da bräuchte ich vielleicht wirklich diese Operation, die es noch nicht gibt. Also wäre machbar, aber ist halt relativ aufwendig. Also ist eigentlich fast genauso aufwendig, wie ein Backup zu machen, nur dass man halt die Daten mehr so aus einem Stream gibt, also vielleicht ein bisschen weniger Seeks auf der Platte. Ja, ja, da brauchst du wahrscheinlich noch das, was in diesem Ticket angedacht ist. Also einfach vielleicht mal das Ticket raussuchen, Kommentar drunter machen, brauche ich oder so. generell noch zum Thema, weil ich gerade Async von dem Repo von Platte A nach Platte B erwähnt habe. Bei dem muss man auch ein bisschen aufpassen. Generell, wenn ihr mehrere Operationen seriell hintereinander schaltet, dann kann es natürlich sein, dass potenziell bei jedem Glied dieser Kette eine gewisse Fehlerwahrscheinlichkeit irgendwo da ist. Und wenn ihr da eine serielle Schaltung davon macht, dann steigt diese Fehlerwahrscheinlichkeit mit jeder Stufe weiter an. Also dass sich da ein Fehler einschlägt, da ein Fehler einschlägt, da ein Fehler einschlägt. Von daher ist es vielleicht manchmal geschickter, nicht jetzt ein Backup auf A zu machen und das mit Async auf B zu kopieren, sondern einfach ein Backup auf A zu machen und unabhängig nochmal ein Backup auf B zu machen. Weil dann habt ihr im Prinzip zwei unabhängige Pfade und ihr habt nicht diese Fehlerfortpflanzung, die da vielleicht auftreten kann. Es könnte ja sein, dass auf eurer ersten Backup-Festplatte vielleicht irgendwas ein Bit kippt. Und wenn ihr das halt dann einfach mit Async kopiert, dann habt ihr halt zwei Backups, wo gekippte Bits drin sind. Ja. Und wenn ihr unabhängig zwei Backup direkt von der Datenquelle macht, dann hättet ihr das Problem halt nur auf einer Festplatte. Noch Fragen, Anregungen, Unklarheiten? Gerade nichts.
Okay, wie liegt man denn so in der Zeit? Eine Stunde haben wir rum. Okay, ja, Borg the Project, weiß ich nicht. Also da geht es so generell darum, was man so für alles Tools verwenden und so. Das hatte ich eigentlich mehr so für Einsteiger und vielleicht Europython-Konferenzen so angedacht. Ich kann mal kurz drüber zappen. GitHub, Sphinx, AskiNema, Mailingliste, PyTest, Vagrant, PyEnv, PyInstaller, SetupTools, GPG, wie man sichere Releases macht, Python, Siphon. Ich weiß nicht, ist das für euch interessant? Ansonsten könnte ich alternativ auch das da anbieten, dass wir noch ein bisschen über Internas reden. Also wer will Project was hören? Nicht so viele. Internas lieber. Okay, also machen wir Internas. Das ist ein Punkt, der regelmäßig aufpoppt. Es gibt ein ganz fundamentales Problem. Dadurch, dass Borg sehr stark dedupliziert, tut er euch natürlich alle Redundanzen entfernen. Also es ist nicht so, wenn ihr 1000 TAR-Archive habt und 5 davon sind kaputt, dann könnt ihr immer noch die anderen 995 TAR-Archive einfach verwenden und die tun dann. Wenn ihr bei Borg Daten verliert im Repository, also angenommen eine dieser Segmentdateien geht euch irgendwie hops aus irgendwelchen Gründen, dann kann es natürlich sein, dass ihr in allen Archiven irgendwelche Daten verloren habt, weil das ja nichts doppelt speichert, weil das ja immer auf die gleichen Daten drauf referenziert. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass halt das Speichersystem, wo ihr das draufschreibt, halt doch so für eure Zwecke ausreichend zuverlässig ist. Also wenn das super wichtige Daten sind, würde ich vielleicht nicht jetzt nur eine Festplatte dafür nehmen, sondern vielleicht eher so mindestens ein ZFS-Mirror vielleicht, dass wenn die eine Hälfte vom Mirror irgendwie Lochfraß hat, dass das ZFS dann halt erkennt, okay, die Daten auf der anderen Seite sind die besseren und sich dann die richtigen raussuchen kann. Da kommt öfters mal der Wunsch dann auf, ja, baut doch irgendwie Error Correction Codes oder sowas ein. Das ist ein bisschen ein Problem, weil da muss man sich halt überlegen, was will ich eigentlich genau mit diesem Fehlerkorrekturverfahren erreichen und welche Fälle will ich da erfolgreich damit behandeln. Dieser ganz simple Fall, ich speichere jetzt einen Datenblock weg und hänge irgendwo vielleicht so ein bisschen an einer anderen Stelle noch einen ECC-Code extra. Der könnte mir natürlich einen Bitfehler korrigieren. Wenn da also ein einzelnes Bit flippt, nämlich den ECC-Code, kann ich dieses Bit korrigieren, ist wieder alles prima. Das Problem ist aber halt, bei Festplatten wisst ihr ja selber, da kann es auch durchaus mal sein, dass ein ganzer Sektor weg ist oder die ganze Platte stirbt oder die SSD plötzlich der Controller einen Geist aufgibt. Und dann habt ihr halt auf einmal viel mehr Daten verloren, wie jetzt irgendein so ein kleiner ECC-Code euch korrigieren könnte. Und deshalb ist auch dieses Ticket immer noch offen. Und so der momentane Stand der Dinge ist eigentlich, wir lassen das lieber, anstatt falsche Dinge zu versprechen. Weil wenn wir sagen, ja, das Ding kann Error Correction, dann denkt jeder, ja gut, das wird es schon korrigieren. Ja. Aber wenn ihr dann halt einen Fehler habt, der halt über die Korrekturmöglichkeiten hinausgeht, dann habt ihr halt vielleicht falsche Hoffnung gehabt und danach kriegt ihr eure Daten doch nicht wieder. Deshalb wollen wir das also lieber lassen, als jetzt irgendwas Falsches zu versprechen. Was auch ein bisschen ein Problem ist, Borg ist ja eigentlich ein ganz normales Anwendungsprogramm. Das ist also nichts, was irgendwie tieferen Einblick hat ins Dateisystem oder welche Datei jetzt auf welchem Sektor irgendwie rumliegt. Das heißt, wenn wir versuchen würden, quasi da die Daten hinzuschreiben und da unsere Korrekturinformationen, wir könnten uns nicht wirklich verlassen, dass die nicht nachher doch so da liegen und beide kaputt sind. Ja. Also das ist so ein bisschen ein Problem, das kann natürlich ein System, also ZFS zum Beispiel, kann man so mit Mirror betreiben oder auch mit Copies gleich zwei, wenn man nicht zwei Medien hat. Und ZFS kann wohl eher wissen, aha, das speichere ich jetzt da irgendwo an Anfang hin und das speichere ich ans Ende hin. Wobei das wahrscheinlich auch nur bei Festplatten so wirklich stimmt. Wenn ich jetzt eine SSD habe, wo der Controller mir einfach wild irgendwo die Daten über die Flashblöcke verteilt, dann habe ich im Prinzip ja eigentlich gar nicht, keine Kontrolle mehr, welche Daten jetzt gerade im gleichen Flashblock drin liegen, der gleichzeitig stirbt und welche jetzt wirklich getrennt irgendwo liegen. Das heißt, da gibt es ganz fundamentale Probleme, die man so nicht auf Applikationsebene lösen kann. Was man auch machen kann, ist natürlich ein normaler RAID-Mirror,
Da muss man sich dann halt darauf verlassen, dass die Festplatte halt einen Fehlercode auswirft, wenn der Sektor kaputt ist. Das kann natürlich auch in manchen Fällen schief gehen, wenn quasi der ECC-Code nicht triggert. Also da werden Fälle denkbar, dass quasi der RAID-Controller sich gar nicht entscheiden kann, was ist jetzt eigentlich korrekt und was nicht, oder dass der das gar nicht merkt, dass da überhaupt ein Problem gibt. Also ZFS ist da etwas besser, weil die machen ja wirklich Hashes über die Datenblöcke und da kann man also dann mit sehr hoher Sicherheit sagen, ja, das ist die richtige Kopie und die stimmt offensichtlich nicht. Es gibt da auch noch andere Softwarelösungen, also generell, ihr könnt natürlich Software RAID auch machen, also Linux Kernel Software RAID zum Beispiel. Es gibt in diesem Ticket, wo ich da erwähne, Nummer 225, gibt es so eine ganze Liste von irgendwelchen Software-Tools und Layern, die man vielleicht verwenden könnte. Teilweise sind Sachen, die ihr als Administrator machen könnt, weil das einfach halt ein Filesystem oder irgendein Layer ist. Teilweise sind es auch Bibliotheken, die man vielleicht in Borg dann einbauen könnte, wenn man so diese grundsätzlichen Probleme irgendwie gelöst kriegt. Aber das ist also noch eine offene Diskussion und wie gesagt, der letzte Punkt war mir halt relativ wichtig, dass wir nicht irgendwie da irgendwie Versuche machen und Versprechungen machen, die nachher dann doch nicht stimmen. Das ist jetzt für die Version 1.2 so ein bisschen das Thema, die Krypto noch ein bisschen zu modernisieren. Grundproblem ist, ganz am Anfang ist das SHA-256 halt ausgeguckt worden. Ich vermute mal wegen der Länge vom Hash, weil der halt ausreichend lang ist, aber nicht zu lang. Was damals übersehen wurde, ist, dass SHA-256 relativ langsam ist, wenn man eine 64-Bit-CPU hat vor allem. Also falls ihr mal selber was machen müsst, nehmt einfach SHA-512, nicht 256, der ist deutlich schneller. Denkt man so nicht, normalerweise denkt man immer, ja, mehr Bits, mehr Aufwand. Aber es ist halt nicht so, SHA-512 ist deutlich schneller. Und wenn ihr die ganzen Bits nicht braucht, dann könnt ihr einfach die Hälfte wegschmeißen und nur 256 davon nehmen, dann habt ihr den gleichen Output quasi. Genauso ist natürlich AES auch ein bisschen langsam, wenn man keine Hardwarebeschleunigung hat. Und deshalb wollen wir da also jetzt so ein paar modernere Verfahren verwenden. Also Poly 1305 für die Authentifizierung, ChaCha für die Krypto, Blake 2 ist ein recht netter Hash oder Blake 2B insbesondere. Also praktisch ähnlich von den Eigenschaften wie jetzt irgendwie so ein SHA-Hash, aber halt deutlich performanter. Das kriegt ihr übrigens in der 1.1 schon, der kann Blake-2B-Repos generieren. Da habt ihr also ein bisschen weniger Last auf der CPU und ein bisschen schneller. Dieser SHA-512-256, das ist also diese abgehackte Variante. Das kann man vor allem dann verwenden, halt, wenn man jetzt keine Zusatzlibrary noch reinziehen will. Was leider auch ein bisschen schief lief, Etik hat sich damals für den ganz normalen CRC32 entschieden, der also genau so heißt. Es gibt einen ähnlichen CRC32, der CRC32C heißt und der wäre bei Intel CPUs Hardware beschleunigt, aber halt nicht der andere. Wir haben das inzwischen so gelöst, wir haben eine optimiertere CRC32-Bibliothek, wo halt einfach so, weiß nicht, SSE, ein Loop Unrolling und alles Mögliche macht, um also die CRC32-Berechnungen etwas zu beschleunigen, auch wenn man nicht diesen speziellen Hardware-Support hat. Das Problem ist, wenn man das ändern würde, das wäre ein Breaking Change, also das wäre halt was für die Version 2.0, aber dann passt halt nichts mehr. Die CRCs werden auf Repository-Ebene verwendet, dass quasi der Repository-Server einen lokalen Check machen kann, ohne den Crypto-Key haben zu müssen, ob die ganzen Segmente, wo da drin liegen, ob die alle noch korrekt sind. Also so normale Bitflips von einer Festplatte oder defekte Sektoren oder irgendwas kann man damit finden. Man kann nicht gezielte Angriffe damit finden. Also man kann auch Daten so verändern, dass die CRC32 das nicht merkt. Aber das Nette ist halt, ich muss für einen ganz simplen Check, muss ich nicht alle Daten übers Netzwerk pumpen, sondern ich kann dem Repo-Server sagen, da check mal dein Repo. OpenSSL 1.1 ist jetzt auch schon eine Weile draußen, hat auch ein bisschen Aufwand gemacht, weil die da einiges an der API geändert haben. Haben aber schon seit langer Zeit Support dafür. Also wenn eure Distribution nur OpenSSL 1.1 hat, ist kein Problem, könnt ihr einfach benutzen. Und was sehr nett ist, die haben jetzt auch AES-OCB drin. Das ist von den Eigenschaften so ähnlich wie GCM, nur noch ein bisschen schneller.
War aber früher so ein bisschen verpönt, weil es da Patente drauf gibt. Der Patentinhaber hat aber so eine recht generelle Lizenz jetzt an freie Softwareprojekte und insbesondere auch OpenSSL gegeben, so von wegen, könnt ihr benutzen, ist kein Problem. Bei GCM ist es ein bisschen so, es ist so ein bisschen umstritten, dieser Modus. Also es liegt noch nichts Konkretes vor, aber so diverse Kryptografen haben so leichte Bauchschmerzen, so von wegen, das wäre etwas fragil, die Konstruktion. Und es gibt wohl auch Hinweise, dass das nur dann sicher ist, wenn es Hardware beschleunigt ist und wenn man es per Software macht, dann so ein bisschen weniger. Also ist wohl etwas Geschmackssache, sage ich mal. Deshalb werden wir vielleicht auch einfach mehrere unterstützen oder wir machen vielleicht auch nur Cha-Cha-Poly, um das Problem zu vermeiden. Blake2B, wie gesagt, kommt schon. Und ich habe so einen Pull-Request offen, das ist dieser 1034, wo ich schon seit Monaten dran arbeite, dieses Krypto-API, die interne, auf AEAD umzustellen. Also wenn jemand in Krypto tief drin ist, darf er sich das auch gerne mal angucken. Ist aber noch nicht gemerged, also das werden wir erst, wenn wir 1.2 dann anfangen, wenn wir das mergen. Die Krypto-Keys und generell so Key-Management ist gerade auch noch so ein bisschen simpel. Ihr habt halt pro Repository einen symmetrischen AES-Key. Und das war's dann halt, es gibt nicht mehr. Und also es gibt noch diesen Counterwert, der halt immer weiter hochgezählt wird, aber das war's dann halt. Das hat so diverse Probleme, also zum Beispiel, wenn man jetzt Multithreading machen will, diese Counterwerte verwalten, da muss man ein bisschen aufpassen, da könnte leicht was schief gehen. Also das wollen wir generell so ein bisschen modernisieren, dass wir vielleicht diese Session Keys haben und dass wir dann auch diesen Counterwert nicht wegspeichern müssen, sondern dass wir dann halt einfach bei jeder Session immer bei Null starten, weil wenn wir immer neuen machen, ist das ja dann egal. Es gibt auch Tickets, wo irgendwas mit asymmetrischer Krypto drinsteht, das ist aber wahrscheinlich noch ein bisschen fernere Zukunft, dass man also irgendwie die symmetrischen Schlüssel dann nochmal asymmetrisch irgendwie entkryptet. Es ist ein bisschen schwierig, weil ihr braucht ja generell für Repository-Zugriff, müsst ihr das entschlüsseln können. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, okay, ich habe das für die Backups und dann ist gut. Ihr müsst ja beim nächsten Backup also zumindest die Archivliste vom letzten lesen können, dass da das aktuelle Archiv hinten rangehangen werden kann. Also von daher ist das mit asymmetrisch nicht ganz trivial. Dieses höchste Wertspeichern übrigens, da fällt mir gerade noch ein, wir haben da schon was gefixt. Ich weiß jetzt nur nicht, ob wir es in 1.0 oder 1.1 oder beiden drin haben, also in 1.1 auf jeden Fall, 1.0 bin ich mir gerade nicht sicher. Wir haben das Problem, was ich vorhin erwähnt habe, mit diesen abgebrochenen Backups haben wir schon gefixt. Und zwar, was er jetzt macht, ist, wenn der Counterwerte haben will, dann macht er quasi wie eine Art Reservierung. Er sagt also, okay, der Counterwert, wo ich weitermachen will, ist, was weiß ich, 1 Million. Und ich will jetzt also backuppen, also ich brauche da ein paar, also ich mache jetzt mal eine Reservierung für bis 2 Millionen. Und diese Reservierung, die wird quasi committed und dann legt er erst los mit Verschlüsseln. Und wenn er dann abbricht, dann ist die Reservierung ist trotzdem weiterhin da. Das heißt, er würde nie wieder den Bereich zwischen 1 und 2 Millionen an Counterwerten nochmal benutzen, sondern würde dann halt bei 2 Millionen weitermachen. Dann gehen halt ein paar verloren, aber das ist immer noch besser, wie wenn man diese Counter doppelt benutzt. Was auch noch ein bisschen unhübsch ist, wenn ihr automatisieren wollt, könnt ihr natürlich nicht die Passphrase eintippen. Das heißt, die steht üblicherweise halt in irgendeinem Skript drin, wo eine Environment-Variable gesetzt wird. Da müssen wir auch nochmal überlegen, ob das geschickter geht. Was ihr auf jeden Fall halt beachten müsst, ist, dass ihr die passenden Zugriffsrechte auf dieses Skript drauf macht, also dass das nur Root lesen kann, nicht dass da jeder reingucken kann und nachher euren Repo-Schlüssel weiß. Noch eine Frage? Das schreibt, ich glaube, da haben wir sogar zwei Sachen. Also der Client schreibt es in seinen lokalen Cache rein. Und das bleibt da einfach liegen und das macht er im Prinzip, bevor er überhaupt anfängt, irgendwas zu verschlüsseln. Ja, ich glaube, es wird auch noch so ein
Ich glaube, er tut sowohl den Server fragen, als auch in den Client Cache reingucken und nimmt dann, glaube ich, den maximalen Wert von beiden. Also wenn die da irgendwie unterschiedlicher Meinung sind, tut er lieber ein paar Counterwerte wegschmeißen, als sie doppelt zu verwenden. Also der Code ist nicht so ganz trivial, schaust vielleicht mal rein, aber ich hatte so den Eindruck, dass der nach Möglichkeit versucht, alle Fälle zu betrachten. Also wenn der Cache zum Beispiel verloren ging hier vom Client, dass er auch diesen Fall betrachtet, dass man dann halt den Wert vom Server nimmt. Wenn du jetzt natürlich überhaupt keine Information mehr hättest, dann wird es natürlich schwierig, ja. Wenn du lokale Cache verlierst, dann hast du keine Information mehr, außer das, was vom Server kommt. Aber du hast ja im Repository Manifest, hast du ja quasi einen Commit gemacht und hast authentifizierte Daten reingeschrieben und da ist auch dieser letzte Counterwert drin. Also musst du mal gucken, ob du ein Loch findest. Aber das ist gerade diese Security Review, was ich meinte. Also wir gucken da halt, wir haben drei Entwickler, die sich so halbwegs mit Krypto auskennen und die gucken halt so gegenseitig ein bisschen, aber ist nicht auszuschließen, dass nur irgendeine Lücke drin ist. Also schau vielleicht einfach mal rein. Key PY und irgendwie Key Management oder sowas, da ist der ganze Kram drin. Wenn du deinen lokalen Cache verloren hast, dann vielleicht ja. Wenn du den noch hast, würde er ihn nicht akzeptieren, weil er dann merkt, das ist alter Kram. Also generell ist halt, wenn du selber gar nichts mehr weißt, dann hast du nicht arg viele Optionen, außer halt das zu nehmen, was du kriegst. Ja. Das ist so ein ganz fundamentales Problem. Aber da kannst du dann halt auch eine begründete Hoffnung haben, dass nicht beide Fälle vielleicht gleichzeitig auftreten, du den Cache verlierst und dich dein Server bescheißen will. Ja. Aber ja. Also die heiklen Sachen haben wir unter .config, .borg und so weiter drin. Also da liegen sowohl die Keys, wenn du sie lokal hast, als auch diese Krypto-Sachen, irgendwelche Counter oder sonstige Informationen. Der eigentliche Cache kann übrigens bei .borg relativ groß werden. Also da tut er sich so auch die Archivindizes immer wieder so ein bisschen merken. Aber die ganz wichtigen Sachen sind nicht im Cache drin, sondern im Verzeichnis Config. Ja, also wenn ich Cache gesagt habe, das war ein bisschen unpräzise. Also eigentlich in dem Config-Verzeichnis liegen die wichtigen Sachen drin. Und da kann man auch reingucken, die Dateien sind üblicherweise Textdateien. Also ist durchaus lesbar, was da drin ist. Mal gucken, waren noch andere Fragen? Okay. So, da sind wir, glaube ich, durch. Ja, RAM-Verbrauch ist auch noch so ein Thema. Also generell, Attic hat viel mehr RAM verbraucht wie Borg durch diese Chunk-Größe, weil die halt viel kleiner war und dadurch halt viel mehr Chunks verwaltet werden mussten. Und die Chunks werden alle im Prinzip in einer Hash-Tabelle gehalten. Also die liegen im RAM, während das läuft. Und es ist auch, sagen wir mal, so mit einfachen Mitteln zumindest nicht besonders toll anders machbar, weil halt die Zugriffe doch relativ random halt sind und eine Hash-Tabelle ist da eigentlich schon eine ganz gute Methode, das zu machen. Wenn wir das Ding jetzt halt auf Platte lagern würden, jedes Mal einen Plattenzugriff machen würde, dann würde zumindest eure so ein quasi inkrementelles Backup würde dann deutlich langsamer laufen, weil er da halt sehr viele Zugriffe machen muss auf einen Schlag, habe ich das schon oder habe ich es nicht. Bei Borg seit 1.0, also wie gesagt, durch die größere Chunks deutlich weniger RAM-Verbrauch, aber halt der Chunks-Index, der File-Index und der Repo-Index, die sind im Prinzip halt im RAM. Das heißt, so ein Raspberry Pi 1 mit 512 MB kann man zwar nehmen für Borg, aber man muss sich halt klar sein, wenn ich das halt dann mit 10 Terabyte großen Repositories kombiniere, dann ist wahrscheinlich doch der RAM alle. Also der RAM-Verbrauch steigt quasi mit der Zahl der Chunks an und auch ein bisschen mit der Zahl der Dateien, die ich in der Eingabe habe. Also wenn ich sehr viele kleine Dateien habe, kann das also auch bei relativ kleinen Repos vielleicht schon ziemlich viel RAM verbrauchen.
Wobei auf so normalen Servern, wo ihr reichlich RAM drin habt, ist das in der Regel kein Problem. Aber wie gesagt, wenn ihr halt NAS-Devices habt, wo eher sparsam bestückt sind, also so normale kommerzielle fertige Dinger, wo halt ein halbes Gigabyte RAM nur haben oder irgendwelche Single-Board-Computer, dann könnt ihr also in das Problem reinlaufen. Der meiste RAM-Verbrauch findet auf dem Client statt. Die Repository-Seite ist etwas sparsamer, weil halt die nur den Repository-Index geladen hat. Wenn das allerdings beides die gleiche Maschine ist, also wenn ihr nicht Client-Server fahrt, sondern im Filesystem, dann summiert sich's natürlich. Dann hat er die ganzen Indizes im gleichen Prozess drin. In der Doku gibt es übrigens eine Formel, wo man das so ein bisschen überschlagen kann. Also ihr müsst halt wissen, wie viele Dateien habe ich und wie viel Datenmenge. Dann kann man so eine grobe Überschlagsrechnung machen. Es ist aber relativ schwierig, genau zu berechnen, weil das halt dann immer so ein bisschen vom Chunking noch abhängt und wie lang ist jetzt jede individuelle Datei und so. Also ist etwas schwierig zu berechnen. Dieser RAM-Verbrauch war übrigens auch der Grund, warum wir diesen selbstgeschriebenen Hashtable-Code haben. Wir hätten ja einfach ein Python-Dictionary nehmen können, das ist im Prinzip ja auch eine Hashtable. Aber dadurch, dass wir das selber geschrieben haben, können wir praktisch sehr kompakt ablegen. Da liegt halt einfach vorne der Hash, also die ID, und dahinter liegen einfach drei Integer-Werte im RAM. Und dann kommt praktisch der nächste ID, wieder drei Integer-Werte, und so liegt das alles hintereinander in einem Block im RAM drin. Wenn ich jetzt Python genommen hätte, dann hätte ich da noch einen Haufen Zusatzverwaltungsinformationen gehabt. RAM-Verbrauch wäre wahrscheinlich zwei- oder dreimal so hoch. Von daher wollte man das halt vermeiden. An der Hashtable wird übrigens gerade auch gearbeitet. Das ist also ein relativ einfaches Verfahren, also ohne jetzt irgendwelche Linked Lists oder so, wo also alles in einem Block verwaltet. Und das frühere Verfahren hat im Prinzip einfach lineare Suche dann halt gemacht, wenn es eine Kollision hatte, um ein freies Plätzchen zu finden. Und wir haben einen Pull-Request offen, wo ein Entwickler dieses Robin-Hood-Hashing quasi implementiert hat. Das ist so eine etwas geschicktere Methode, wie man vermeiden kann, dass diese Suchkettenzugriffe quasi zu lang werden. Ist ganz interessant, das könnte vielleicht auch noch ein bisschen Review gebrauchen. Generell hatte ich so den Eindruck, dass diese Geschichte mit Hash-Tabellen durchaus noch in der Forschung so ein bisschen ist und dass sich da durchaus noch einiges tut. Also so manche Papers, wo ich da gefunden habe, waren durchaus aus den letzten 10 Jahren oder so, nicht schon uralt, wie so diverse andere Algorithmen. Und da ist auch immer so ein bisschen Black Magic dabei bei Hash-Tabellen. Das ist alles nicht so ganz präzise und auch manchmal nicht ganz einfach voraussagbar, was jetzt eigentlich passiert. Und vor allem, wenn man da Benchmarking machen will, muss man schwer aufpassen, dass man da nicht irgendwie falsche Schlüsse zieht. Weil sobald ich den Algorithmus fürs Hashen halt ändere, tue ich halt selbst mit den gleichen Eingabedaten halt einen ganz anderen Zustand produzieren in der Hash-Tabelle. Und es kann dann sein, dass der schneller ist, aber dass er halt für andere Daten wiederum langsamer wäre. Also das ist da sehr schwierig zu entscheiden, ob ich jetzt eigentlich was optimiert habe oder ob es einfach nur Zufall war oder durch die andere Verteilung halt entstanden ist. Ein Hinweis noch, das haben wir erst vor kurzem, sind wir uns da so bewusst geworden. Der Code, der die Index-Files lädt, der ist auch in C-Code mit drin und der hat leider F-Read und F-Write benutzt, also die 32-Bit-Aufrufe, nicht die 64-Bit-Aufrufe. Das heißt, der kann mit nicht mehr als 2 GB großen Indizes arbeiten. Also die Hash-Tabelle darf nicht 2 GB überschreiten. Wenn man das umrechnet auf Chunks, bedeutet das so ungefähr 35 Millionen Chunks. Also die meisten Leute haben das noch nicht erreicht, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel eine unheimlich große Menge winziger Dateien hättet, könntet ihr das relativ leicht erreichen. Also einer hat es schon geschafft, der hatte irgendwie so eine Map aus lauter winzigen Tiles zusammengesetzt und hatte da irgendwie 300 Millionen Stück halt. Und der hat dann gemerkt, hoppla, das geht nicht. Also für normale Rechner und so ist es kein Problem, wenn ihr auch ein bisschen größere Dateien habt. Aber vielleicht auf die Größe ein bisschen gucken. Wir zeigen auch die Anzahl der Chunks, die im Repository sind, zeigen wir an. Also da ist momentan noch ein Limit auf 35 Millionen ungefähr. Im 1.1 ist das schon gefixt, dieses Problem. Wir wollten es jetzt aber erst in der 1.1er-Version noch so ein bisschen testen und erst dann den Backport auf 1.0 machen.
Also in 1.0 wird es in einer der nächsten Versionen dann kommen. Aber ist bisher eher selten aufgetreten. Also ein oder zwei Leute haben das Problem bisher gefunden. Da hatte ich jetzt schon ein bisschen was erwähnt dazu. Also Closed Hashing ist das, ich komme immer durcheinander bei Closed und Open Hashing, das ist so ein bisschen unintuitiv irgendwie. Aber das ist halt das, wo alle Buckets in einem Array liegen, ohne Linked-Listen außen dran hängen zu haben. Dann Linear Probing momentan, bald vielleicht Robin Hood. Was wir übrigens in jüngster Zeit auch in der 1.0 schon optimiert haben, also die es benutzt haben, haben es vielleicht auch manchmal schon live gesehen. Manchmal hat man so den Eindruck, dass es so ein bisschen lahmt. Und das konnte dann passieren, wenn der auf der Hash-Tabelle sehr viele Löschzugriffe und wieder was reinfüllen und wieder löschen und wieder was reinfüllen, dann entstehen ja in dieser Hash-Tabelle mit diesem Verfahren sogenannte Tombstones. Also praktisch Plätze in der Hash-Tabelle, wo eigentlich nichts mehr drin liegt, aber wo der Hash-Algorithmus, also der, wo dann das Probing macht, wo der trotzdem weiß, dass da mal was lag, also dass er da quasi drüber lesen muss, wenn er was sucht. Und das Problem war, wir haben zwar die Hash-Tabelle größer gemacht, wenn die Anzahl der Einträge, also der gültigen Einträge, bestimmtes Limit überschritten hatte. Wir hatten aber die Tombstones nicht mit berücksichtigt. Das heißt, es konnte passieren, dass die komplette Hash-Table voll war, also zu einem Teil halt mit validen Einträgen und der Rest war alles mit diesen Grabsteinen voll. Und dann ist das Ding super langsam geworden, weil es dann praktisch immer die komplette Hash-Table komplett durchsuchen hat müssen. Und wenn die halt groß ist, dauert das halt ewig. Das ist gefixt worden, also die letzten Versionen jetzt, oder ich weiß nicht, entweder die letzte, wo schon released ist, oder die, wo jetzt in Kürze rauskommt, da ist das gefixt. Also da läuft es dann ein bisschen schneller. Was auch noch fehlt, ist so ein bisschen Instrumentation-Code in der Hash-Tabelle. Das ist halt C-Code. Von daher ist der nicht ganz so einfach zu handhaben wie jetzt Python. Also wenn man so Performance-Messungen machen will, müsste man da eigentlich mehr Statistik noch irgendwie mitführen. Aber was dann natürlich auch wieder auf die Performance-Auswirkungen hat, also das ist alles so ein bisschen schwierig. Aber wenn sich also jemand für Hash-Tabellen interessiert, Pull-Request mal angucken mit Robinhood-Hashing, dann müsste man auch demnächst mal merchen, Moment mal, falsche Richtung. Hier ist noch ein bisschen was zu dem Sync, das hat er mir ja vorhin schon ein bisschen angesprochen. Also vor allem, wenn man halt mehrere Clients hat, die ins gleiche Repo reinsichern wollen, dann muss man halt das immer wieder neu synchronisieren. Und der versucht zwar mit seinem lokalen Cache das ein bisschen zu optimieren, also vor allem, wenn man eine langsame Übertragungsstrecke zum Repository hat, also wenn das alles irgendwie über DSL oder so drüber geht, dann hat er diesen lokalen Cache. Das Problem wiederum vom lokalen Cache ist aber, das sind N-Dateien, wo für N-Archive halt die Hashtable fertig drin liegt. Das heißt, wenn ihr wahnsinnig viele Archive habt, wird auch euer lokaler Cache wahnsinnig groß. Also es können durchaus Gigabytes werden. Es gibt einen kleinen Hack, wie man das vermeiden kann. Man kann einfach dieses Cache Directory durch ein File mit gleichem Namen ersetzen, dass er an der Stelle kein Directory machen kann. Dann lässt er das mit diesem Caching. Allerdings ist dann halt es wiederum langsamer, weil er dann halt alles von Remote lesen muss. Also da ist auch das übliche Zeit- versus Platzverbrauch-Problem da. Ja. Für Entwickler vielleicht noch interessant, der letzte Punkt. Für die Statistik müssen wir immer so ein bisschen die Größe mitführen. Also wie groß ist so ein Chunk? Beziehungsweise wie groß ist der komprimierte Chunk? Nur dann kann man halt diese ganze Statistikwerte anzeigen. Es hat sich herausgestellt, dass es ein bisschen ungeschickt teilweise gemacht worden ist im ursprünglichen Design. Also zum Beispiel, wenn ich halt in die Archive die komprimierte Größe mit reinschreibe und ich tue das Ding dann einfach durch so ein Recreate nochmal neu erzeugen, beziehungsweise angenommen, ich wollte die Blöcke einfach frisch komprimieren, da ist jeweils so ein Type-Byte dran, wo er sieht, welche Kompression das ist, dann ist aber halt schlecht, wenn in meinem Archivdatenstrom halt der komprimierte Größe mit drin steht, weil das stimmt dann nicht mehr überein. Also da wäre es quasi geschickter gewesen, wenn man das an der Stelle weggelassen hätte. Aber das ist halt momentan leider auch drin. Und
dieser schnelle Synchronisierungsmodus, wo ich vorhin erwähnt habe, wo er einfach das Repository fragt, was habe ich alles für IDs im Repository. Der Repository-Index hat keine Informationen über die komprimierte Größe. Also die sind überhaupt nicht, beziehungsweise nee, die unkomprimierte Größe, die ist überhaupt nicht greifbar. Die komprimierte Größe könnt ihr mir an der Länge vom Datensatz sehen und dort davon ableiten. Aber ich habe da generell nicht alle Informationen, die ich eigentlich bräuchte. Also um den lokalen Index komplett aufzubauen. Von daher ist das also nur für diesen einen Modus interessant, wenn ich halt ein Archiv anlegen will und eigentlich nur wissen muss, habe ich den Block schon oder habe ich ihn noch nicht. Aber irgendwelche Statistiksachen kann ich nicht machen mit der Methode und löschen, wie gesagt, auch nicht. Okay, das war jetzt ein bisschen tiefer rein. Wir könnten noch, oder generelle Frage, wer programmiert in Python oder in C oder in Cython? Ja, doch, durchaus einige, ja. Also ich kann noch anbieten, dass wir ein bisschen im Code rumgucken, was da so alles gibt. Schon halt für die Softwareentwickler vor allem interessant oder für die Leute, die ein Review vielleicht auch machen wollen, was die Security angeht. Ich nehme vielleicht gerade mal der Größe wegen. Ich hätte noch eine Frage. Ja. Ja, es gibt da ein Ticket dazu, schon seit einiger Zeit. Es gibt ja relativ viele neue Verfahren. Also es gibt von Facebook dieses ZSCD, es gibt Brotli von Google und nochmal ein paar wahrscheinlich. Das Problem ist immer ein bisschen, wir unterstützen ja sehr viele Betriebssysteme, Plattformen, CPU-Architekturen. Und wenn wir jetzt praktisch irgendwas einbauen, dann will man den Fall vermeiden, ich habe auf Plattform X ein Backup produziert, ich kann es aber auf Plattform Y nicht lesen, weil da das Kompressionsverfahren fehlt. Also von daher muss ich eigentlich das über alle Plattformen haben, also die ganz neuesten Verfahren, da scheitert es oft dann daran, dass einfach die Library dafür nicht da ist. Ja. Außerdem will man natürlich auch immer so ein bisschen abwarten, bis so die gröbsten Bugs mal draußen sind, die vielleicht am Anfang noch existieren. Und dann muss die Lizenz natürlich auch irgendwo kompatibel sein und es sollte nicht irgendwie Patente, also zumindest nicht Patente in der problematischen Form drauf sein. Also wenn ein Patent drauf ist, muss eine License da sein, wo das halt freigibt. Also da gibt es viele Punkte, wo man berücksichtigen muss und deshalb sind wir nicht so arg erpicht drauf, jetzt jedes Kompressionsverfahren sofort einzubauen, was uns da auf dem Radar erscheint. Es ist jetzt aber nicht ausgeschlossen, dass wir vielleicht in einem Jahr, wenn überall ZSTD als Library vorliegt, dass wir das dann einbauen. Aber momentan sagen wir halt, wir haben eine recht gute Abdeckung, wir haben ein super schnelles Verfahren, das ist LZ4. Wir haben eins, was so mittelprächtig komprimiert, das ist halt Zlib. Und wir haben eins, was sehr stark komprimiert, das ist LZMA. Klar, ZSTD wäre noch von der Geschwindigkeit und Kompression noch ein bisschen besser in manchen Situationen. Aber wie gesagt, das ist halt noch relativ frisch alles. Und wir müssen halt warten, bis die Distributionen das haben. Und vor allem auch so die Stable Releases, die haben ja manchmal eh so ein bisschen ältere Sachen nur drin. Also da müssen wir einfach ein bisschen zuwarten. Wir dürfen da nicht zu schnell das Zeug requiren. Ja. Und das ist also in diesem einen Ticket ein bisschen ausformuliert. Also wenn du nach Compression und Policy suchst, findest du es. Also ist natürlich klar, dass einen da ein bisschen in den Fingern juckt, dass man natürlich immer das Tollste und Neueste irgendwie haben will, aber es macht halt ein bisschen Probleme. Und wenn wir jetzt halt irgendwas einbauen würden, wo halt 5 Distributionen dann keine Pakete machen können, weil sie halt erstmal was anderes noch brauchen, das wäre halt irgendwie auch blöd. Ja. Aber wir haben es auf dem Radar, also ich denke mal so in der Zukunft ist das durchaus ein Thema, dass man da noch was dazu macht. Es ist übrigens nicht jedes Verfahren interessant, was irgendwo spektakuläre News produziert, weil wir haben ja immer diese ungefähr 2 Megabyte großen Chunks, also Verfahren, die jetzt zum Beispiel darauf basieren, dass sie wahnsinnig viel Daten betrachten können, also mehr als 2 Megabyte und nur dadurch besonders toll sind, die bringen uns nichts. Also das muss auch mit 2 Megabyte irgendwie gut komprimieren. Oder andere Verfahren, die nur auf bestimmten Dateitypen arbeiten können, die bringen uns wahrscheinlich auch nichts, weil wir ja nicht komplette Dateien komprimieren, sondern immer nur diese Brocken.
Das heißt, der Kompressionsalgorithmus sieht dann nicht die komplette Datei und kann keine Spezialgeschichten machen, sondern würde nur irgendwelche wilden Brocken säen. Also das sind so ein bisschen die Probleme halt, die es da in dem Bereich gibt. Von daher also nur manche und auch mit so ein bisschen Verzögerung, dass halt keinen Stress gibt dagegen. Noch Fragen? Ja? Ja, da war jetzt gerade das Beispiel, den lokalen Cache auszuknüpfen mit einem Directory. Ja. Hat mich jetzt gerade nochmal ins Grübeln gebracht, ob die Idee, den Cache auf der Extension sozusagen überhaupt irgendwas zu bringen? Ja, wenn du einen Symlink machst, der auf dem Directory zeigt, dann ist es okay, dann tut es ja ganz normal. Wenn du eine langsame Leitung hast, wenn er komplett lokal ist, gewinnst du vielleicht nicht so arg viel. Also es ist vielleicht, müsstest du mal messen, das hängt von vielen Parametern ab. Also wenn er den Cache hat, passiert im Prinzip Folgendes. Er hat dann für jedes einzelne Archiv, also für jedes einzelne Backup, was du gemacht hast, hat er eine fertig gestrickte Hashtable einfach als Dump auf der Platte liegen. Also die braucht er im Prinzip nur reinlesen, dann kann er mit der Hashtabelle arbeiten. Was er aber halt machen muss, er muss halt gucken, welche Archive sehe ich momentan im Repository, und dann muss er sich die passenden Caches rauspicken und die alle zusammen mergen. Und dann hat er praktisch den globalen Überblick, welche Chunks gibt es, welche sind wie oft referenziert und so weiter. Man muss aber praktisch in Hash-Tabellen mergen zu einer. Also reinlesen, mergen, das sind die Operationen. Und beim Mergen kann natürlich passieren, dass die Hash-Table anwächst. Dann muss sie halt nochmal reallokiert werden und nochmal umgefüllt werden und so weiter. Also das kann auch ein bisschen dauern. Wenn man diesen Cache gar nicht hat, weil man diesen Hack gemacht hat, ich lege da einen File an und der kann da keinen Cache machen, dann passiert Folgendes, dann macht er halt das Repository auf und geht ein Archiv nach dem anderen durch, liest den kompletten Metadatenstrom rüber, entpackt die Metadaten, entschlüsselt sie auch, dekomprimiert sie und so weiter. Und tut dann halt anhand dieser Metadaten eine Hash-Tabelle aufbauen. Also dieses viele Hash-Tabellen-Mergen entfällt dann, weil er halt das gleich am Stück halt dann macht. Aber halt, er muss halt dafür mit diesen ganzen Metadaten einzeln rumfrickeln. Also kann ich jetzt schlecht sagen, kann in manchen Fällen langsamer sein. Vielleicht auch, wenn du eine super schnelle CPU hast, ein sehr schnelles Storage, vielleicht auch schneller. Ja, ja, klar. Also er muss Metadaten quasi lesen, entpacken, entschlüsseln und dann hat er quasi halt die Einzelinformationen und die muss er dann halt in die Hash-Tabelle eintragen. Er hat nicht diese großen, fertigen Hash-Tabellen, die er noch zusammen mergen muss. Entschlüsseln ist ein gutes Stichwort. Die Daten im Cache unverschlüsselt, damit ich die Backup-Festplatte tue, das ist ein Punkt. Das sollte man vielleicht berücksichtigen. Jetzt müssen wir uns gerade überlegen, wie stark die Auswirkungen sind. Also wenn du Entschlüsselung anhast, sind ja die IDs HMAX. Also die IDs hättest du eh im Repository sichtbar. Das kannst du nicht vermeiden. Die stehen auch im Repository-Index. Also da wäre nichts verraten zusätzlich. Was zusätzlich halt drinsteht, ist der Referenz-Count. Kann man uns vielleicht auch nicht so viel damit anfangen, außer dass mal die beliebtesten Chunks eine Hitliste machen könnte. Und dann steht halt noch die komprimierte Größe und die Plaintext-Größe drin. Aber da das ein gesiedeter Chunker ist, wo nicht überall gleich chunken würde, also wahrscheinlich keine wilden Auswirkungen. Also glaubt, da verrät man jetzt nichts, was nicht eh schon sichtbar ist. Also von daher denke ich mal, kannst du das machen. So, sonst keine Fragen. Ich habe hier gerade mal den Code aufgemacht. Ach ja. Ja, ich hätte noch eine Frage, Success Story in einem. Ich habe im letzten Jahr unser Backup-System auf Borg umgestellt. Aha. Weil es bisher recht zu unflexibel, also es war Barkbüller. Ja. Und es hat schon gut funktioniert, aber es war zu unflexibel. Mhm. Und, also es ist Barkbüller. Barkbüller. Ja, okay. Also und das Problem war, naja, ich meine, Barkbüller simuliert immer noch eine Tape-Leitung. Ja. Und Borg hat ungefähr um den Faktor 10 eine bessere Kompression aus offensichtlichen Gründen, weil Barkbüller immer noch differenzielle Backups tun, beziehungsweise differenzielle Backups tun. Ja. Und ja, soweit sehr erfolgreich. Aber die eine Sache, wo wir uns
Warte vielleicht mal eine kurze Sekunde, man hat es jetzt auf dem Ton nicht richtig drauf, ich wiederhole es nochmal kurz. Also kleine Success-Story von Bakula, BarioS umgestellt auf Borg und ungefähr Faktor 10 die Daten reduziert im Endeffekt. Und Bakula ist halt eher ein komplexes System, was historisch halt von Tapes noch irgendwie herkommt. Und Borg ist halt mehr so auf Random Access Zugriff ausgelegt. Ja. Ja, und die eine Frage, die sich jetzt stellt, ist die Situation der Server ist kompromittiert. Ja. Und der Angreifer nicht die Backups löschen. Und was wir gemacht haben, ist natürlich die Repositories nur oder Append-Only genommen. Aha, okay. Und dann den extra Trusted Client, der sich regelmäßig einloggt. Ja. Und ohne Append-Only einmal einen Pool machen. Ja. Und damit alle als deleted markierten Archive dann auch tatsächlich löschen. Ja. Sonst ist die Frage, was passiert, wenn ein Angreifer Archive löscht und unser Trusted Client dann daherkommt und einen Pool macht? Ja. Ja, das ist ein Thema, ja, ich wiederhole es nochmal kurz. Also was wir anbieten, ist dieser Append-Only-Modus. Also durch dieses Transaktionsverhalten und das Repository ist quasi, wenn man so will, eine logartige Datenstruktur. Also Log im Allgemeinen bedeutet ja, ich hänge immer nur hinten was ran. Und so arbeitet Borg by Default. Es hängt eigentlich immer neue Daten hinten ran, macht immer neue Dateien mit den neuen Daten. Aber was halt passiert, wenn ich was löschen tue, um den Platz wieder zu gewinnen, läuft halt diese Kompaktierung dann bei richtigen Schreibzugriffen los und tut halt diese Löcher im Käse quasi dann halt entfernen und schreibt halt die Dinger kompakt in neue Segmente rein und hängt die auch wieder hinten ran. Was jetzt mit Append-Only passiert, ist Folgendes. Der vermeidet einfach, dass alte Daten angefasst werden. Das heißt, die können da ruhig Löcher haben, die bleiben einfach so liegen, wie sie sind und ich spare erstmal überhaupt keinen Platz. Und wenn jetzt ein Angreifer hergeht und sagt, okay, ich delete da mal jedes einzelne Archiv, dann sind die quasi, wenn man in das Repository mit Borg reinschaut, sind die auch wirklich deleted. Ich sehe die nicht mehr. Die verschwinden also aus der Archivliste und das Ding verhält sich so, als ob die nicht existieren. Weil er hat ja die Delete-Befehle auch hinten rangehängt, das heißt, logisch sind die eigentlich weg. Aber dadurch, dass die ganzen alten Dateien noch so da liegen, wie sie halt vorher auch waren, könnte ich praktisch einfach hinten im Repository so ein paar Dateien weglöschen und der ganze Delete wäre vergessen und er würde die Dateien halt im vorherigen Zustand wieder auffinden. Und dann hätte ich quasi den Angriff abgewehrt, das Ding wäre wieder so, wie es vorher war. Was jetzt passiert, wenn ich einen administrativen Client habe, der ohne Append-Only da halt ab und zu mal halt einen Prun machen will, ist Folgendes. Sobald er halt das Repository ohne Append-Only aufmacht, dann macht er selber halt irgendwelche Operationen, dann macht er einen Commit und anschließend macht er praktisch diesen Compaction Run. Und dann würde der praktisch die ganzen Deletes, die der Angreifer gemacht hat, realisieren. Also die Daten wirklich wegwerfen. Und das ist natürlich dann ein Problem, weil wenn du den Angriff halt nicht bemerkt hast, ja, dann hast du die Daten dann halt gelöscht und dann hat das Append-Only dir im Endeffekt nichts gebracht. Deshalb müsste man, wenn man dieses Verfahren halt benutzt, Folgendes machen, dass bevor man das Repository im normalen Modus öffnet, also ohne Append-Only, dass man sich vorher halt vergewissert, ist das Repository eigentlich in dem Zustand, wie ich es haben will? Oder hat da irgendjemand rumgelöscht oder sonst irgendwas Böses gemacht? Die einfachste Methode, wie man das wahrscheinlich erreichen kann, müsste man aber vielleicht auch nochmal im Detail drüber nachdenken. Ich kann mir ja diese Archivliste holen, wo also immer der Archivname und der Zeitstempel und am Schluss dieser Hash dran steht. Und der Hash von dem Archiv, der ist ja praktisch über den Archivdatenstrom gerechnet, beziehungsweise über die, ja, eigentlich über die Junklisten, die das Archiv darstellen. Und in den Archiv-Metadaten stehen ja wiederum die ganzen IDs der Datenblöcke drin, die referenziert werden. Das heißt, ich könnte wahrscheinlich an diesem Archiv-Hash dann durchaus sehen, ob das Archiv in diesem Zustand ist, wie ich es haben will. Weil die regulären Client machen ihre Pruning selber. Ja. Die einzelnen Server, als Rechenintensives machen, dann macht dann das Pruning selber. Und der Trusted Client sorgt sozusagen nur dafür, dass eben dieser Pruning ausgeführt wird.
Und da stellt sich jetzt die Frage, wie dann der Trusted, also der administrative Server, überhaupt wissen kann, welche Operationen tatsächlich zulässig waren oder nicht. Das heißt, ja, man müsste die Crews auf dem administrativen System durchführen und mit Hilfe der Prüfsummen gucken, ob. Also ich denke mal, wenn man zu einem bestimmten Zeitpunkt sagt, okay, mein Archiv, also mein Repository ist in gutem Zustand und ich würde quasi eine Liste von den Archiven haben, wo jeweils der Hash mit dran steht. Und ich würde dann, bevor ich das Ding halt im Normalmodus aufmache, gucken, Archivliste wieder, das ist eine Leseoperation, da brauche ich das Append-Only nicht wegmachen. Und dann könnte ich ja die Hashes auch gucken. Und dann halt die Archive, die noch da sind, halt vergleichen, ob die Hashes die gleichen sind. Dann kann ich, denke ich mal, auch darauf schließen, dass das Archiv das gleiche ist. Und bei Archiven, die verschwunden sind, dann müsste ich dann halt entscheiden, ist das okay, dass die verschwunden sind, seitdem ich das letzte Mal geguckt habe, oder war das eine böse Aktion, die verschwinden zu lassen? Also da müsste man quasi noch so ein bisschen Zusatzpolicy und Software reinstecken, um das beurteilen zu können. Ja. Was du natürlich auch machen kannst, ist das, was ich vorhin erwähnt habe, ist, dass man nicht nur dieses Append-Only benutzt, sondern dass man halt extern nochmal irgendwie Snapshots macht oder was auch immer. Wobei das Problem ist natürlich das Gleiche, die Snapshots kosten ja auch Platz. Ja, die willst du also auch vielleicht irgendwann mal wieder loswerden. Also das Problem hast du eigentlich immer dann. Ja. Ich weiß nicht, wenn Boxsurf auch, ich weiß nicht genau, was Boxsurf tut, aber könnte man nicht da einfach sozusagen nur erlauben, Archive anzulegen, aber die Archivlöschbefehle sozusagen verweigern? Also die Frage war, ob BorgServe dann nicht so mehr Kontrolle ausüben könnte, dass zwar einer Archive anlegen darf, aber keine halt löschen darf zum Beispiel. Das ist ein bisschen schwierig, weil der BorgServe-Prozess, wenn man so will, also das Kommando heißt auch BorgServe, man tut es aber nie von Hand aufrufen, weil das der Client halt automatisch startet. Das ist im Prinzip ein Key-Value-Store, also was der macht, ist halt, dass halt ein Put mehr oder weniger kommt, diese ID und diese Daten gehören dazu und dann speichert er das halt so weg. Oder es kommt ein Get, liefere mir bitte die Daten für diese ID, dann muss er halt die Daten liefern. Oder es kommt ein List, was hast du alles im Repository, dann muss er halt die Liste von den IDs liefern. Also so die übliche Key-Value-Store-Semantik ist da implementiert. Plus noch so ein paar kleinere Sachen, vielleicht Locking und so. Aber im Prinzip ist es ein Key-Value-Store. Und die Schwierigkeit ist jetzt natürlich, bei einem Create, klar, da kommen halt ein Haufen Puts, wo die neuen Daten wegspeichern. Und am Schluss kommt ein Put dann noch aufs Manifest, beziehungsweise ein Lesezugriff erst, wo halt das alte Manifest irgendwann liest. Dann hängt er halt an die Liste der Archive das neue hinten dran und dann schreibt er es wieder zurück. Das heißt, das ist so ein normaler Backup. So ein Get, ein paar Puts und Commit und so. Und das ist so das normale Backup-Verhalten. Wenn ich jetzt Delete verbieten wollte, dann könnte ich zwar die Delete-Operation an sich verbieten, aber der Client könnte ja zum Beispiel auch einfach irgendwelchen Blödsinn da reinspeichern. Das wäre möglicherweise auch genauso bösartig. Also das müssen wir nochmal genauer durchüberlegen, aber wir haben es uns also, da gibt es auch ein Ticket zu dem Thema, da haben wir es uns mal schon länger durchüberlegt und wir haben also entschieden, das ist so einfach nicht machbar, dass ich da einfach einen Schalter umlegen kann und das halt Backup erlauben, aber alles andere nicht. Nur eines ist relativ einfach zu verbieten, also wenn das Repository im Append-Only-Modus ist, dann ist zum Beispiel der Repository-Delete als Gesamtes, der ist dann verboten. Also das ging relativ einfach und das wäre halt auch schlecht, wenn das erlaubt wäre, weil das ist ein RM-RF, wo einfach das komplette Directory wegputzt. Ja, da gibt es also dann keine Historie oder sowas. Ja, also der ist auf jeden Fall verboten, sobald es in Append-Only ist. Aber die einzelnen Schreiboperationen oder die Delete-Tags, die sind halt nicht verboten, die tun logisch, werden halt nur nicht realisiert. Und ja, also das müssen wir vielleicht in Ruhe nochmal überlegen und vielleicht auch das Ticket nochmal nebenher durchlesen, weil da gab es schon mal eine längere Diskussion, aber ich habe es jetzt nicht mehr so ganz genau im Kopf, was da die ganzen Details waren. Okay, schauen wir mal ein bisschen kurz in Code noch rein.
Ich hole mir vielleicht noch kurz den Master Branch. Also das ist das, was dann in absehbarer Zukunft irgendwann die 1.1 gibt. Ach nee, habe ich schon. Also eine Umstrukturierung, die wir gemacht haben. Früher lag der ganze Code im Verzeichnis Borg drin. Aber das ist bei Python-Projekten aus diversen Gründen etwas ungeschickt. Also besser ist es, wenn man das Ganze unter einem separaten Verzeichnis drunter hat, dass quasi nicht das Package Directory direkt den Punkt, wo man üblicherweise ist, sichtbar ist. Also unter Source Borg liegt das jetzt alles drin. Das war eine dieser Umstrukturierungen, die wir gemacht haben. Und dann vielleicht so als Einstiegspunkt, wenn ihr mal reingucken wollt, was das Ding alles macht. Also Borg Archiver PY, das ist im Prinzip das Kommandozeilen-Interface. Also da wird praktisch mit ArcParse halt das Kommando geparst und dann halt dispatched auf die verschiedenen Einzelbefehle. Wir können mal kurz reingucken. Und üblicherweise heißen die Dinger dann do unterstrich irgendwas. Also hier do serve zum Beispiel, das ist praktisch die Serverkomponente. Wenn also der Client praktisch ein SSH auf den Server macht und auf dem Server dann seinen Counterpart startet. Ich suche gerade mal das ganz normale. Hier zum Beispiel do extract, das ist so der Einstiegspunkt für halt Wiederherstellen von Daten. Und wir haben den Code ein bisschen dedupliziert. Also früher war der Code etwas länger, weil er praktisch immer so Repository aufgemacht hat und wieder zu und Cache auf und zu und alles. Wir haben jetzt so ein paar Dekoratoren gemacht, wo praktisch diese Auf- und Zumachen von irgendwelchen Dingen in den Decorator ausgelagert haben. Also wenn man einfach sagt, with Repository, dann kriegt der schon ein offenes Repository und wenn er fertig ist mit dem Ganzen, macht er es dann auch wieder zu. Genauso with Archive liefert halt praktisch ein fertiges Archivobjekt halt in diesem Parameter hier und macht zum Schluss halt auch wieder zu. Also diese ganze Duplizierung, wo es früher gab, die ist jetzt alles draußen. Und dann wird halt hier üblicherweise irgendwas mit den Parametern angestellt. Und irgendwann wird dann meistens halt auf irgendeinem Archiv eine Operation gemacht. Und dieses Archivobjekt ist jetzt nicht in dieser Datei drin, weil das ist wie gesagt mehr so der Kommandozeilen-Parser und so der oberste Layer. Also das Archivobjekt liegt halt in Archive drin, ist also auch relativ leicht zu merken, ist alles relativ sinnvoll benamst. Da sieht man also, wie praktisch Archivoperationen gehen. Cache sind so, wie der Name sagt, diverse Cache-Operationen drin. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Ich habe also hier schon mal ein Build gemacht in diesem Verzeichnis, also chunker.c. ist zum Beispiel nichts, was wir selber geschrieben haben. Steht da oben drin, das ist durch Cython generiert worden. Also der eigentliche Chunker, den man sich vielleicht angucken will, der liegt in... wo liegt er denn? Da hat sich kürzlich was geändert. Der liegt hier unter Algorithms Chunker drin. Und da sieht man, das ist also auch ein größerer... Nein, halt, stimmt nicht. Moment. Ja, da muss ich dazu sagen, da bin ich jetzt gerade selber ein bisschen verwirrt, weil das war erst vor ein paar Wochen, da haben wir da ein bisschen umstrukturiert. Aber ihr müsst halt die Datei suchen, wo nicht generated by Cython drin steht. Eigentlich hätte ich die jetzt auch unter Algorithms erwartet. Unterstrich Hash-Index ist die Hash-Tabelle. Also momentan noch diese lineare Suche, bald vielleicht Robin Hood. Hier Krypto-C, man sieht es auch an der Länge, wenn das Ding 300 Kilobyte lang ist, dann haben wir es nicht selber geschrieben, dann ist das so automatisch generierter Output, der übrigens nicht so wahnsinnig gut lesbar ist, also zur Not kann man den auch lesen, aber ist nicht besonders toll. Hier unter Fuse, wenn sich jemand für dieses Borg Mount interessiert und da irgendwelche kreativen Ideen hat, wie man das noch viel besser machen kann, da ist die komplette Filesystem-Implementierung drin, also das, was ihr seht, wenn ihr Borg Mount macht. Ich habe da auch ein bisschen rumoptimiert in letzter Zeit. Also die ursprüngliche Variante war so, dass man halt einfach pro Archiv ein Directory hatte und in jedem Archiv-Directory halt dann den Backup-Inhalt gesehen hat.
Ich habe da kürzlich noch eine andere Ansicht eingebaut, dass der quasi alle Backups in einen Tree rein mergt und dass man dann quasi an der Stelle einer Datei ein Verzeichnis hat, wo heißt wie die Datei, und da drin liegen dann die unterschiedlichen Versionen, die es da jemals gab, unter irgendwie einem Hash oder einer laufenden Nummer oder sowas drin. Das heißt, da kann man relativ einfach irgendwelche Diffs zwischen Versionen machen und muss nicht in zwei Dateibäumen rumwühlen. Und da gibt es auch noch so ein paar andere Ideen, was man alles machen könnte. Aber das müsste man dann halt da implementieren. Helpers, wie der Name schon sagt, da ist so alles Mögliche an Utility-Funktionen drin. Da ist auch noch ein Ticket offen, dass man das mal ein bisschen auseinanderzieht. In Item, das habe ich mal eingebaut, da ist so eine Abstraktion praktisch drin. Also in den Archiven, wenn eine Datei reingespeichert wird, oder ein Link oder ein Block-Device, also das wird generalisiert als Item bezeichnet. Also wir haben es nicht File genannt, weil es halt nicht immer ein File ist, es kann auch ein Directory oder irgendein anderes Objekt sein, also ein Filesystem-Item. Und da ist praktisch so ein Wrapper drin, wo das ein bisschen hübsch zugreifbar macht. Das war also früher im Code alles ein bisschen komplizierter und teilweise mit Indexzugriffen 0, 1, 2, 3. Und das ist jetzt halt schön über benannte Attribute gemacht. Locking, da ist der Locking-Code drin. Da hatte ich ursprünglich Hoffnung. Also man muss dazu sagen, bei Attic war das Locking ein bisschen problematisch. Der hat POSIX-Locking verwendet. Und wie der Name schon sagt, das gibt es halt vor allem auf POSIX-Plattformen. Und wenn man irgendwas anderes machen will, hat man ein Problem. Und selbst auf den POSIX-Plattformen hat man auch noch ein Problem, weil es irgendwie halt nur manchmal funktioniert. Ich habe das dann ersetzt durch ein einfaches Verfahren, wo einfach ein Directory angelegt wird bzw. umbenannt wird, also wo auch quasi eine atomare Operation ist, aber die halt generell überall funktioniert. Sie ist vielleicht nicht auf jeder Plattform wirklich atomar, aber zumindest so gut genug, dass sie wahrscheinlich in der Regel funktioniert. Wir machen da auch kein super schnelles Locking, dass wir jetzt 1000 Mal die Sekunde da irgendwas machen. Das ist ja in der Regel mehr so einmal die Stunde oder so. Da ist diverser Locking-Code drin. So einen kleinen Last Recently Used Cache haben wir drin für diverse Zwecke. Paper Key ist noch ganz witzig, das ist auch relativ jung. Ihr könnt ja, wenn ihr euren Key vielleicht backuppen wollt, könnt ihr zwei Methoden machen, halt entweder ein separates Daten-Backup, USB-Stick, CD brennen, was auch immer. Oder was ihr auch machen könnt, seit es Paper Key gibt, ihr könnt es einfach als QR-Code rausdrucken. Und deshalb gibt es da so ein bisschen HTML, weil das so irgendwie mit HTML gebastelt wurde. Also ist relativ hübsch und man kann das dann quasi automatisiert auch wieder reinlesen, muss es nicht alles abtippen. Patterns, das Modul ist auch noch relativ neu. Das ist praktisch so für Include, Exclude Operationen, welche Dateien will ich haben, welche will ich ausschließen. Da wird gerade auch noch recht viel gearbeitet. Remote, das ist diese Remote Repository Objekt drin und auch der eigentliche Serverprozess, wo auf der anderen Seite dann ist. Repository, da ist das lokale Repository drin, also wo einfach nur Dateioperationen in einem lokal gemounteten Filesystem macht. Self-Test ist auch ganz witzig, das gibt es auch noch nicht immer. Da macht das Ding, wenn ihr es ganz normal benutzt, ganz kurz einen Selbsttest, ob das irgendwie so gut aussieht, als ob die Krypto so funktioniert prinzipiell und so ein paar andere Sachen. Also dass nichts so richtig anbrennt. Hier sind Extended Attribute Implementierungen drin für verschiedene Plattformen. Upgrader ist auch noch interessant. Das ist vor allem für Leute, die von Attic auf Borg umstellen. Das Repository-Format ist also größtenteils immer noch das gleiche. Wir haben aber die Metrics verändert. Wir wollten damals vermeiden, dass Leute Borg und Attic in schnellem Wechsel benutzen und sich da irgendwelche Probleme einhandeln. Deshalb haben wir einfach die Metrics vorne in den Segmentdateien geändert, dass die das jeweils merken können, dass das eigentlich vom anderen ist. Der Upgrader, da gibt es auch noch ein offenes Ticket dafür, der tut momentan nur, wenn euer Repository lokal liegt. Also ihr könnt keine Remote-Repositories upgraden damit. Das ist auch noch so ein kleines Manko. Aber das war leider nicht so einfach machbar.
Seit neuestem gibt es jetzt noch ein paar Packages. Hier unter Algorithms hat der Marian so die ganzen Algorithmen rein verschoben. Ich habe ihn dann ein bisschen kritisiert. Ja gut, irgendwie ist alles natürlich ein Algorithmus, aber er meinte insbesondere halt mehr so, was halt eine bestimmte Datenstruktur oder einen well-known Algorithmus implementiert, also zum Beispiel CRC32 oder, ach ja genau, BuzzHash heißt es jetzt, also das ist quasi der Chunking-Algorithmus. Da können wir mal reingucken. Da sind übrigens auch so ein paar Wikipedia und andere Verweise drin, wenn ihr euch diesen Rolling Hash mal angucken wollt, was der genau macht. Der heißt übrigens deshalb Buzz, weil der Erfinder, das war wohl dem sein Spitzname. Und da sieht man, da ist so eine vorgesiedete Tabelle drin, wobei die wird, wenn ihr Verschlüsselung anmacht, dann nochmal modifiziert mit eurem Private Seed. Wird da einfach nochmal ein XOR oder irgendwas drüber gemacht. Also es wird nicht unbedingt diese Werte verwendet. Ja, und da sieht man halt, es ist so ein bisschen zäh, aber jetzt nicht so wahnsinnig komplex. Und es muss halt auch schnell sein, das Ganze. Das sind also die Algorithmen. Hier haben wir übrigens noch eine Kopie von der Blake 2 Referenzimplementierung drin. Das war auch aus dem Grund, weil halt Blake 2 nicht auf jeder Plattform jetzt schon fertig verfügbar ist. Wir haben aber vor, die vielleicht auch irgendwann wieder rauszuschmeißen, wenn wir halt überall lib Blake 2 halt einfach dazu linken können. Hier ist alle mögliche Kryptogramm drin. Also auch das Management von irgendwelchen Keys, irgendwelche Nonces oder Counterwerte, die man nur einmal benutzen darf. Und was wir in Zukunft auch machen werden, wir werden ja auch diese Caches, die wir auf Platte speichern, werden wir in Zukunft auch signieren, dass wenn irgendjemand Festplattenprobleme hat, dass der nicht einen korrupten Cache aus Versehen reinlädt, mit dem arbeitet. Also da wird es in Zukunft auch noch eine Art Hash oder Mac drüber geben. Hier sind Plattformanpassungen drin für OS X, also Darwin heißt es dann, FreeBSD, Linux. Und so ein paar ganz allgemeine Sachen, wo auf allen POSIX-Plattformen tun müssten, sind in POSIX-C drin. Und hier gibt es noch viele, viele Tests. Die kann man also einfach mit TOX laufen lassen. Das sind so, glaube ich, ungefähr 800 Tests, wo dann durchlaufen. Und die sollten halt in der Regel tun. Ja, ich glaube, das ist mal so der gröbste Überblick. Hier gibt es noch Dokus mit Sphinx gemacht, also RST-Format. Ja, und so diverse Verzeichnisse sind temporäre Sachen von mir. Okay, ich glaube, zeitlich sind wir durch. Ja, haben wir noch Zeit für Fragen, oder? Ja, gibt es jetzt zum Source Code noch spezielle Fragen? Ich bin jetzt relativ schnell drüber gesprungen, ohne jetzt in die Details zu gehen. Aber ich glaube, ganz so viel Zeit haben wir dann doch nicht mehr. Ja. Ja, defektes RAM ist relativ böse Geschichte. Wobei, das ist jetzt nicht Borg-spezifisch, was ich sage. Also generell, wenn du RAM hast... Das habe ich gerade akustisch nicht verstanden. Ja, das kann passieren. Also, sagen wir so, die alten Daten, die du irgendwann mal reingespeichert hast, ist, wie gesagt, dieser Append-Only-Modus. Also da wird versucht, möglichst nicht mehr anzufassen. Aber sobald du diesen Compaction-Run machst, was üblicherweise nach Delete- oder Schreiboperationen gern mal aufgerufen wird, da tut er dann natürlich alte Segmente auch reinladen, kompaktieren und wieder neu wegschreiben. Und wenn er durch zwischen reinladen und wegschreiben dir alle möglichen Daten verbiegt, dann hast du was kaputt gemacht. Aber das ist nicht Borg-spezifisch, die kannst du natürlich auch dein komplettes Dateisystem zersägen, wenn es irgendwelche Dateisystem-Metadaten im Filesystem-Cache erwischt. Oder auch beliebige Abstürze, also RAM kaputt ist relativ böse. Da kann ich noch eine aktuelle Anekdote dazu erzählen. Ich habe vor ein paar Monaten diese Google-Studie von 2009 gefunden, wo es sich mit RAM-Fehlern beschäftigt. Und die haben praktisch ECC-Counter von ihren vielen Maschinen ausgelesen und da Statistik betrieben in Zusammenarbeit mit ein paar Forschern von der Uni.
Und also als ich diese Studie gelesen hatte, war mir irgendwie ziemlich mulmig und gruselig, weil die doch eine recht hohe Bitfehlerrate pro Gigabyte und Stunde ausgerechnet haben. Also ich weiß den genauen Wert nicht mehr, aber so gefühlt ein Bitfehler pro Gigabyte pro Stunde. Und ich so, ups, das war dann doch etwas mehr als erwartet. Und dann habe ich mir erst mal überlegt, okay, also manche Leute haben ECC, die haben dann vielleicht noch kein Problem, aber auch nur vielleicht, weil ECC natürlich auch nur bestimmte Mengen an Fehlern korrigieren kann oder ein bestimmter Typ von Fehler. Aber viele Leute haben halt kein ECC und die werden dann halt schon relativ schlimm dran, wenn es dir pro Stunde irgendwo ein Bit verbiegt. Und da habe ich mir schon überlegt, muss ich jetzt Software-ECC implementieren für unsere Hash-Tabellen oder was machen wir jetzt? Dann habe ich aber mal weiterum geforscht und habe nochmal eine Studie gefunden, ein paar Jahre später, wo dann auf die Google-Studie Bezug genommen hat und geschrieben hat, ja, also so kann man das nicht zählen. Weil was die gemacht haben, war einfach die ECC-Fehler auszulesen und die sind quasi direkt in die Statistik eingeflossen. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn so ein RAM-Modul stirbt oder so eine Bitspalte stirbt irgendwie, dann fängt natürlich der ECC-Zähler das Rennen an. Ja, dann produziert er innerhalb kurzer Zeit tausende Millionen von Fehler. Und wenn man die dann als Counterwert nimmt und in die Statistik reinschmeißt, dann kommen da halt relativ hohe Werte zustande. Und diese Forscher haben also gemeint, ja, also wenn man das richtig zählt, müsste man das quasi als einen Event zählen, wenn so ein RAM-Chip stirbt. Und also in der Studie kam dann wieder ein deutlich angenehmerer Wert an Fehlerrate raus, der also mehr so, was weiß ich, einer pro Jahr oder so war, also was man vielleicht so erwarten würde. Aber generell, also wenn die Daten super wichtig sind und da irgendwie viel Geld oder Menschenleben davon abhängen, sollte man vielleicht wirklich ECC-RAM benutzen und nicht das normal oder nicht das ohne. Die Kosten fürs RAM an sich sind ja nicht arg viel mehr, was halt etwas nervig ist, dass man halt der passende Chipsatz und der passende Prozessor da noch braucht. Ein kleiner Tipp aber, wenn ihr sowas günstig machen wollt, die Policy von Intel ist da etwas komisch. Also im mittleren Bereich gibt's kein ECC. Also wenn ihr euch irgendwie ein i5 oder i7 kauft oder so, da gibt's halt das nicht. Ihr könnt dann einen Xeon kaufen. Der kostet dann halt ein bisschen mehr und der kann dann ECC. Der Witz ist aber, ihr könnt auch weiter nach unten gehen. Da gibt's auch ECC. Also wenn ihr so ein Pentium kauft für billig, die können relativ oft ECC. Die sind halt nur nicht ganz so schnell. Aber für so ein NAS-System zum Beispiel oder so ein Backup-Server für Borg oder sowas, müsst ihr jetzt nicht den fettesten Prozessor nehmen. Da reicht auch durchaus so ein Pentium mit Dual-Core und Hyper-Threading, gibt es ja neuerdings. Und die können erstaunlicherweise ECC und dann müsst ihr eigentlich nur noch ein passendes Board kaufen. Das kostet auch ein bisschen mehr wie ein normales, aber ist nicht ganz so tragisch. Also man kann da auch relativ günstige Lösungen mit ECC basteln. Bei AMD ist es nur etwas so unklar. Die haben ja jetzt auch neue Prozessoren gebracht, aber momentan halt mehr Zielgruppe Gamer als jetzt Server. Die Server-Dinger kommen ja erst noch, also das muss man dann sehen, wie das dort aussieht. Wobei ich vermute mal, dass sie bei den Server-Teilen natürlich ECC anmachen. Die Frage ist dann halt nur, was die dann kosten. Aber generell, also wenn in so einer Hash-Tabelle natürlich Bits verbiegt, also wenn es dir in einem SHA-256 ein Bit verbiegt, ist er natürlich kaputt. Ja, dann bedeutet er was anderes. Und wenn du dann im Repository das passende Objekt finden willst, dann sagt er halt Object not found, weil er es wahrscheinlich nicht hat. Ja. Wir hatten auch im Issue-Tracker einen Issue drin bisher, wo genau diese Fehlermeldung drin war, in einem Traceback, Object not found. Und der zeigt dann die Objekt-ID an. Und diese Objekt-ID, das waren so ungefähr 250 Nullbits. Und 6-1-Bits. Und jetzt muss man wissen, unsere normalen IDs in SHA-256, die sehen aus wie Rauschen. Also dass da 250 mal 0 gerauscht wird und 6 mal 1 ist relativ unwahrscheinlich. Und wir haben einen einzigen Hash, oder eine einzige ID, muss man sagen, die besteht aus 256 Nullbits. Das ist nämlich das Manifest vom Repository, das müssen wir halt leicht wiederfinden können. Deshalb wird es einfach auf die 0 gespeichert. Und gut, also ich konnte mir nur eine Erklärung halt machen für diesen Traceback, dass der halt kaputtes RAM hatte, wo es halt 6 Bits umgebogen hat auf 1. Ich habe zu dem dann gesagt, der soll bitte mal Memcached 86 Plus laufen lassen. Feedback war dann, war okay. Also ich kann mir es nicht so wirklich erklären, was da schief lief, aber offensichtlich hatte der da irgendwo ein Hardware-Problem.
Weil so rein von der Wahrscheinlichkeit, dass irgend so ein Hash 250 mal 0 rauskommt, glaube ich doch eher unwahrscheinlich. Also ich vermute mal irgendeinen Hardwarefehler, entweder im RAM oder auf dem Bussystem, Prozessor, Platte, keine Ahnung. Aber irgendwie sowas müsste es gewesen sein. Und ja, das sollte man halt vermeiden. Genauso natürlich die Counterwerte, wo die Referenzcounter darstellen. Sag mal so, wenn die größer werden, wäre es noch nicht ein Problem. Aber wenn der Counterwert geringer ist, als er sein soll, dann würde natürlich dieser Block zu früh gelöscht werden, wenn er irgendwann mal ein Delete drauf macht. Ja. Die Größenwerte wären jetzt nicht tragisch, würde wahrscheinlich nur die Statistik modifizieren. Aber generell RAM-Fehler will man nicht haben. Also entweder halt mindestens gutes RAM halt haben oder halt mit ECC besser. Okay, noch Fragen? Ja, ich glaube, dann sind wir durch. Also wenn noch was ist, ich bin auch noch da. Man kann mich einfach greifen und Spezielles dann auch klären. Ansonsten danke für die Aufmerksamkeit.